Yay, da sind wir wieder. Sucht das Factory am Sonntag. Und tschüss. Und tschüss. Ey, aber lass mir ein paar Stahlrohre da. Ich brauche auch noch welche. Alle. Ja, das wäre nicht so geil. Grade. Nein, natürlich mach ich das nicht. Ja, ich weiß nicht, so 600, 800 oder so bräuchte ich schon noch. Ja, das also, zur Erklärung für die Zuschauer. Wir haben offline den Rechner nochmal laufen lassen, damit ein bisschen Ressourcen gefarmt werden, damit wir hier mehr Stahlrohre haben. Man sieht, jetzt sind hier schön die Dinger wieder voll. Ich nehme mir nochmal hier so 4 Stacks raus. So. Mach das nochmal rund. So, alles klar. Den Rest, denke ich mal, kannst du erstmal haben. Dann, ich habe mir schon was genommen. Das ist der Rest, okay, der jetzt alles klar. Genommen. Ja, aber dabei ist uns aufgefallen, da haben wir uns. Also wir nennen jetzt keine Namen, aber dabei ist uns aufgefallen, da ist ein Alien-Panzer hier auf diesem Band gelandet und den kann man nicht schreddern. Das heißt, hier vorne gab es einen Stau und das Ganze hat sich so durchgesetzt, dass keine einzige unserer Fabriken noch irgendwas produzieren konnte. Die Bänder waren bis hier vorne, es war einfach alles verstopft. Und ich guck dann zwischendurch rein, so, wie viele Stahlrohre haben wir denn schon? Sumo, Bild wird nicht übertragen. Achso, ja, okay, ja, ich bin auch doof. Ja, danke auch. Ja. So. Nein, du bist nicht so doof. Ja, ich hab's einfach vergessen umzuschalten. So, also bis hier vorne hin war einfach alles zu. Diese ganzen Bänder, die waren alle blockiert und ich guck dann halt ins Stahlrohrfach und sehe dann, dass da nur irgendwie 140 oder so drin lagen. Und dann ist mir das erst aufgefallen, dass hier quasi hier vor dem Schredder einfach alles liegt. Aber man merkt, hier produzieren ganz schön mächtig. Also hier ist kaum noch Lücke. Wahnsinn. Sehr schön. Wie viele Coupons haben wir denn inzwischen? Oh, bestimmt einige. 25 haben wir schon wieder. Ja, sehr auch, wenn, schön. Auch wenn wir gar nicht wirklich mehr welche brauchen eigentlich. Wir können ja Statuen aufstellen. Für 25 können wir eine Bronzestatue hinstellen. Ja, wir können sie erstmal liegen lassen und gucken, was da so. Ne? Aber man könnte natürlich auch gucken, dass man diese dieses Ausschussband vielleicht sogar schon ein bisschen früher wegschreddert. Aber ich sag mal, es kommt am Ende sowieso alles darauf zurück, wie schnell diese Bänder hier vorne sind. Naja, man kann ja immer mal wieder so ein bisschen. Wir brauchen Mark-6-Bänder. Aber ich finde, das hat einfach was Befriedigendes, sich einfach hier hinzustellen oder zu schweben. Dann machen wir was anderes an, das nicht so rumwackelt vielleicht. Und dann einfach, dass man einfach sieht, so. Ja, man, sieht aber auch geil aus. Das hat echt was. Und man einfach auch sieht, so hier das Kupferblech, wupp, alles klar, okay, das Ding ist voll. Dieses Schweben ist einfach so ein Komfortgewinn, das ist der Hammer. Und hast du dir jetzt Gedanken schon gemacht über das neue Optimierungssystem? Das Ding ist halt, bei dir funktioniert das ja ein bisschen anders, deswegen kann ich relativ früh schon die Sachen zuordnen. Also dadurch, dass wir auch relativ viel Platz haben, sind wir nicht darauf angewiesen, dass wir nur eine Rundspur haben, sondern wir können das quasi sehr früh schon auf den direkten Weg in das Lager schicken. Nur ich habe das gedacht, dass man das vielleicht so in so einem Rondell einmal, also dass man so ein Rondell baut, aber in verschiedenen Ringen, in verschiedenen Höhen, dass es halt so richtig, dass dieser Verteilerblock so richtig protzig so alles einmal zeigt, was da so durchläuft. Weißt du, wie ich es meine? Das, ja klar, aber du musst dann denken, dass das Material auch noch nach unten geführt werden muss. Dann, ja, ne? Ja, aber das Gute ist, wenn du so ein Rondell hast, kannst du dich nämlich auch überall an dieses Rondell ranhängen und da die Sachen nach unten hin wegziehen. Also da, wo du es halt haben möchtest. Das wäre der Vorteil dabei. Das Einzige, was ich halt nicht gerne hätte, wäre, wenn irgendwelche Splitterer oder Fusionatoren einfach in der Luft hängen. Das sieht optisch einfach nicht gut aus. Ja, das möchte ich auch nicht machen. Also das, was hier, also was halt sein könnte, was ich vorhatte, zumindest jetzt in meinem ersten Gedanken, dass man hier welche aufeinander stehen hat. Also das könnte sein. Ja, das würde ich auch akzeptieren wollen. Okay, das ist also gut. Also das halt einfach nur, wenn ein einziger irgendwo in der Luft schwebt, das möchte ich nicht. Nee, das mache ich da unten auch echt nur, weil da nie einer mehr lang geht. Und das ist auch nicht gemacht, um schön auszusehen, sondern einfach um zu funktionieren. Ja, klar, aber so.
Dazu muss man sagen, da muss man auch in der Community sagen, ich bin ja ein absoluter Ordnungsfanatiker, was Bauen angeht. Ich meine, ich bin so fanatisch, dass es schon die anderen beiden hier in den Wahnsinn treibt. Aber ey, ich sage, wäre also, schlimm, wenn wir alle gleich wären. Also Andi, wenn du wissen willst, worum es geht, hier im, im TS, in der Ablage, da liegt ein Video drin. Das heißt, glaube ich, einfach nur Besichtigung Begehung. Oder Begehung oder irgendwie sowas. Da kannst du mal gucken, wie die Fabrik von Dennis aussieht. Ah, okay. Also theoretisch könnten wir das auch gleich im Stream nochmal zeigen. Ich würde den Sound zwar dann deaktivieren, aber kann man das mal so ein bisschen im Schnelldurchgang zeigen. Weil ich war, glaube ich, eine halbe Stunde oder so bei dir auf der Karte. Ja, so ungefähr. Irgendwie so in dem Dreh. Irgendwie, ich glaube, 25 Minuten oder sowas war das. Aber du kannst es gerne zeigen, wenn du willst. Nichts dagegen. Ja, das sieht halt echt mega prunkvoll aus, ne? Also... das muss man schon sagen. Sieht richtig gut aus. Vielen Dank, das nehme ich sehr gerne als Kompliment an. Ja, sieht halt richtig gut aus, das muss man wirklich sagen. Aber ich finde das mit den Hypertubes so geil, so über die Canyons zu fegen und man kann so aus der Entfernung so die Bänder sehen. Das. Weil die Hypertubes, die erleichtern den Transport auch wirklich so sehr. Jetzt gibt wieder Temposchub. Ui, und ruhig. Ja, es haut hin, alles klar. Ich hatte anfangs die Befürchtung, dass der Schwung nicht reicht, aber er reicht. Schwung! Oh, wir haben vorhin das kleine Arschloch geguckt. Achso, diesen Film. Also, ich habe den einfach schon Ewigkeiten nicht gesehen, ne? Und der ist von 97, das war uns eigentlich in dem Moment gar nicht so bewusst, dass der schon so alt ist. Ach ja. Hier ist... Moment, hier stimmt doch was nicht. Wieso ist... Ah, okay, es musste geladen werden. Ja, vergiss, was ich gesagt habe. Also alles bloß... So der, ne, der Hypertube ist echt so gebaut, der Boden ist Lava, so... Bloß nicht unten auf dem Boden. Alles immer möglichst oben hoch und über die Berge. Okay, hier hätte ich eigentlich diesen Ausläufer nach rechts nicht gebraucht. Hier komme ich auch direkt lang. Aber ich glaube, hier oben ist auch irgendwo nochmal eine Möglichkeit auszusteigen. Da muss ich definitiv nochmal hin. Gut, dann hole ich zuallererst. Mache ich hier und dann mache ich da und. Jetzt habe ich mal das Jetpack, weil ich nicht weiß, wo hier der Auslass ist. Nachher werde ich auf einer Höhe rausgelassen, wo ich dann plötzlich sonst wohin falle. Okay, aber ich glaube. Das wäre ja fatal. Fatal? Oh, verdammt, ey. Das kriege ich nie wieder raus. Nie wieder. Ey, fatal. Okay, also der Abschnitt ist viel zu lang. Ich glaube, ich muss da nochmal ein Zwischenhäuschen hinbauen. Och, ist das putzig, das Häuschen. Das ist nett, ne? Das Schöne ist, das hat sogar einen Stromanschluss hier mit Lampen und so. Aber da bin ich letztes Mal noch... Das war klar. Ja, das ist doch mega geil, wenn es hier im Dunkeln ist und du hast halt einfach diesen ganzen Bereich um das Häuschen, was einfach schon richtig von Weitem zu sehen ist. Wenn du jetzt auch noch eine Schalteinheit hättest für das Licht, dann könntest du das irgendwie noch rot oder grün oder sowas machen. Rot, wa? Rotlicht. Die Musik ist ja richtig entspannt gerade. Das Problem ist, wenn ich den Ton anmache, höre ich alles doppelt. Ja, das stimmt. Aber ich kann es mir immer in der Aufnahme dann nochmal anhören, wenn ich mir die Twitch-Geschichte nochmal reinziehe. Genau, es ist sehr, sehr entspanntes, sehr entspannter, weiß nicht, ob das Swing oder sowas, ist auf jeden Fall sehr gut anzuhören, finde ich. Kannst ja Fahrstuhlmusik anmachen. Ja, die vom Todesstern, ne? Genau. Wenn man den imperialen Marsch als Fahrstuhlmusik hatte.
Oh Mann. Ja, das wäre doch richtig nice. Aber ich glaube, das geht dir so nach 2 Stunden dann doch irgendwann auf die Nerven. Deswegen ja, natürlich. Deswegen habe ich ja auch diese, habe ich ja auch bei mir diese, dieses Radio reingemacht. Da muss ich mich nicht um die Abwechslung kümmern, sondern kann es einfach so laufen lassen. Ich glaube, hier ist ein guter Platz für ein Häuschen. Genau, und du bist im Weg. Mitten im Nukleargebiet, ne? Ein Häuschen hinsetzen. Ja, nee, das wäre, glaube ich, nicht so gut. Ich glaube, der Hypertube schützt sich auch vor der Strahlung nicht. Das weiß ich nicht. Also ich bin der Meinung, ich hatte sowas in der Art schon mal getestet und der Hypertube schützt sich nicht vor Strahlung. Der berühmte Verklicker in der letzten Sekunde. Ah, okay, hier ist das. Ja? Das theoretisch könnte man den Weg direkt gehen. Das müsste man eigentlich hinkriegen. Das hast du das letzte Mal gemacht, weil er dann hier quasi da durch den... Nee, eigentlich müsste das gehen. Nee, ich hab nur hier ein bisschen Probleme beim Aufstieg gehabt, deswegen bin ich hier mit Zwischenschritten lang. Aber jetzt, wenn ich schon mal oben bin, dann kann ich ja quasi die Verbindung einfach so schließen dann. Was ist zur Hölle ist denn hier los? Jetzt muss ich schon das Jetpack bemühen, damit ich die Paleobären pflücken kann, weil sie so... Ja, in diesem Gebiet, wo du gerade bist, sind einige Sträucher in der Luft. Ja, ich glaube, deswegen haben sie auch machen sie ja auch mit den Updates die Gebiete zum Teil neu. Ja, klar. Ach, guck mal, hier. Ja, hier. Summer Sloop doch auch noch gleich mal mit hier. Weil die Steine finde ich geil, diese glatten Dinger da. Ja, aber die wirken irgendwie deplatziert, so als ob die irgendwie später noch eine neue... Also einen neuen Einsatz kriegen. So kommt es einem jedenfalls vor. Ja, wer weiß das schon. Ja, sicher. Sicher. So. Hier so mal. Das ist doch nett. Da eine Tür. Fenster. Nein, da kein Fenster. Aber da Fenster. Ach Mann, ey, jetzt geht das schon wieder los mit den Leuten hier. Hä? Mit den lauten Motoren. Was? Hast du laute Motoren? Was ja, du hast es wahrscheinlich im TS nicht so gehört, weil das TS nicht so empfindlich ist, aber... Irgendein Geräusch habe ich gehört, aber ich weiß nicht, was es ist. Ja, das sind immer diese Leute, die, wo du so einen mega lauten Auspuff-Sound hast und... Ach, man nennt sie Tuner. Ja, es ist halt echt ein bisschen nervig, weil so... Es ist, die, so die, die, also die Schlimmsten, das sind ja immer die... Die einfach, wo man einfach den Eindruck hat, dass die sich überhaupt nicht von dir distanzieren jetzt. Also, dass die gar nicht wegfahren. Also, du hörst nur diesen super lauten Motor, aber irgendwie scheint er sich überhaupt nicht zu entfernen. Das würde mir, ganz ehrlich, das würde mir übelst auf die Ketten gehen, wenn ich auf irgendwas drauf sitze, was mir einfach den letzten Nerv raubt. Also, ich bin ja früher auch Motorrad gefahren und ich weiß nicht, ich hatte das, also ich hatte ja keine so laute Maschine, die war halt, sag ich mal, moderat laut, wenn man so möchte, wenn man es so nennen kann. Also sie war jedenfalls nicht besonders laut, also, ne. Aber sie war laut. Ja, also die schreit halt schon, wenn man ein bisschen am Gas dreht, ne. Sie schreit? Ja, das war halt so eine Rennmaschine, die hat nicht so dieses tieffrequente Blubbern, sondern eher so ein höheres... Jaulen, schreien, sowas. Ne? Aber naja, ich weiß nicht, ich empfand es halt auch nicht unbedingt als besonders geil, wenn die Maschine jetzt gerade irgendwie voll laut am Brüllen ist. So. Der Reiz, der ist immer irgendwie an mir vorbeigegangen. Also das habe ich irgendwie nie besonders gut gefunden. Mich auch nicht. Ich war früher, fand ich nur Autos schick, die getunt sind vom Aussehen her, aber
ich mochte schon damals als Jugendlicher nicht, wenn die Maschinen einfach nur laut sind und am Bölken sind, nennen wir es jetzt einfach ja, mal so. Ja, ich finde es irgendwie cooler, wenn die Motoren, also wenn die auch richtig Leistung haben, aber ohne, dass man es halt groß merkt. Also wie zum Beispiel bei Elektroautos, das hörst du ja auch nicht, also die schreien halt schon, aber jetzt nicht so übertrieben halt, ne? Die sind jetzt nicht so mega, mega laut, die sind halt, ja, normal laut irgendwie, ne? Wenn die halt richtig Gas geben, dann, ne? Ich verstehe deinen Ansatz ja schon. Aber ich, naja. Mission war das. Da, dahin, so. Ja gut, der kriegt auch noch Strom. Okay, dann haben wir das Häuschen hier auch schon mal. Wie es aussieht, habe ich gleich keine Kabel mehr. Kein Draht. Das hätte ich vorher mal gucken müssen, wie viel Material ich noch in der Tasche habe. Da hat der Mensch wohl keinen Draht dazu gehabt. wie so ein richtiger. Ach ja, Schenkelklopfer, sehr schön. Love it. Oh ja, das ist wirklich ein bisschen knapp. Ja, ich bring nur mal was. Das wäre lieb, dann kann ich schon mal weiter. Also du brauchst ja eigentlich auch nur dem Hypertube folgen, theoretisch. Hab ich vor. Alles klar. Den schließe ich jetzt auch wieder an. Nein, tu es nicht, es ist eine Falle. Logistik. Weil dann hat man wenigstens nochmal so ein kleines Häuschen, wo man zwischendurch nochmal aussteigen kann, wenn man gerade oben auf diesem Plateau angekommen ist. Der nächste Punkt ist ja hier unten irgendwo am See, wenn man auf der anderen Seite angekommen ist. Vom Wasser. Fährst du jetzt gerade zurück? Nee, jetzt fahre ich wieder dahin, wo ich weitermachen möchte. Achso, weil das sah so aus, ja, als ob du tust. Nee, ja, jetzt sieht man ja auch nicht so richtig, wo man jetzt in welche Richtung kommt. Ja, hier. Ich will jetzt ja nach unten zu dir und Wo bist du? Ich bin da. Du bist der grüne Punkt, oder? Ja, ich bin der grüne, genau. Ich bin gerade bei diesen runden, also ich komme gleich bei diesen runden Seen an. Da habe ich dann, also hier vorne an diesem Übergang, da Fluss oder See oder was es da ist, da habe ich einen Punkt gesetzt. Und dann bei einem von den runden Seen habe ich, glaube ich, auch noch ein Häuschen. Ich glaube, das ist da unten irgendwo. Mal gucken. Also da sollte zumindest noch mal eins hin. Weil ich glaube, ich habe oben eins dahin gemacht, wo der Wasserfall ist. Und wenn nicht, dann gehört da definitiv noch eins hin. Und man muss ja auch zwischendurch mal aussteigen können. Das wäre doof, wenn man immer so zig Kilometer reisen muss. Ja, okay, da habe ich noch keins gemacht. Ich habe unten am Wasserfall habe ich eins gemacht. Aber wenn man jetzt in den Wasserfall, also oben am Wasserfall eigentlich hin möchte, dann bleibt einem nichts übrig, als diesen langen Weg vom Fluss da hoch zu. Also diesen ganzen langen Weg zu fahren und dann hier hoch. Das ist ein bisschen doof. Ich glaube, dann baue ich nachher noch eins hin. Aber jetzt erstmal nicht. Ich mache jetzt hier erstmal weiter. Anti, du hast das Jetpack an, oder? Ja, klar. Okay, das ist gut. Also du wirst es definitiv brauchen gerade. Wenn du lass mich nicht in den Abgrund stürzen, ey. Nein, es ist kein Abgrund, aber es geht da halt gerade gut runter. Also würdest du da jetzt rauskommen, würdest du Jetpack brauchen, sonst überlebst du das nicht. So. Aber ich baue ja gerade weiter. Ja, ist ja schon mal schön. So. Also. Alter, wie kann der mich treffen? Erklärt mir das mal einer. Ich stehe hinter dem Gerät und der trifft mich. Mach was du willst, Kollege. Ich habe jetzt das, was ich wollte, und jetzt tschüss. Da trifft er mich schon wieder.
So. Ja, schön. Ich wäre das cool, wenn man da oben safe. Ich muss sagen, das mit dem Licht drumherum sieht schon geil aus. Ist cool, ne? Also gerade jetzt, ja, wo es ein bisschen dunkler wird, dann macht das optisch schon ein bisschen was her. Aber das ist auch so eine Sache, wo ich auch die ganze Zeit gesagt habe, dass es einfach auch einfach echt mal nötig war. Also das, ich hab von Anfang an gesagt, irgendwie fehlt halt sowas wie Licht. So, weil Schatten gibt es, Licht aber nicht. Also das ist irgendwie Murks, so. Ne? Ah ja. In der Nähe von der wie heißt das Ding nochmal? Ich weiß nicht, was du meinst. Ja, ich weiß, ich. Von der Ölfabrik, genau. Oh. Da. Hey, ich bin tot. Okay, das war jetzt nicht so beabsichtigt, leider, aber okay, gut. Jo. Hab's geschafft. Aber das heißt, ja. Weiß nicht. Da ist er. Ja, ich stell da gerade noch. Ich habe mir gedacht, das ist eigentlich ganz cool, wenn man hier einen erhöhten Zwischenstand hat. Ich mache hier nur jetzt gerade so einen kleinen Gang nach unten. Ich glaube, das mittlere nehmen wir dafür. Gehen wir auf die Seite runter, auf die Seite. Ich glaube, die Seite sieht ruhiger aus. Gehen wir da lang. So, dann. Diese komischen. Ah ja, hier diese. Wo ist der Hypertube, wo ich rein muss, um zu euch zu kommen? Wo ist der Anfang? Ach gar. Nee, der Anfang, das ist im Prinzip, wenn du quasi gegen den Uhrzeigersinn in unserer Fabrik in diesen rundum Hypertube einsteigst und dann gar nichts mehr drückst, dann kommst du irgendwann hier vorne bei mir raus. Also ich bin jetzt vom Boden, so rundum Tube. Also ich bin jetzt quasi eben in der ersten Etage hier. Und genau. Ich soll jetzt einfach hier in den Rundum rein. Genau, in diesen Rundum gegen den Uhrzeigersinn einsteigen. Okay, bin ich. Also dann fahre ich jetzt gerade sozusagen an der Betonfabrik vorbei. Ja, genau, der ist richtig. Genau, und dann bleibst du einfach drin und dann bist du irgendwann bei uns. Okay, weil dann spare ich ja sozusagen auch ein paar Meters. Ja, ja, auf jeden Fall. Ein paar Meter, so. Ja. Gut. Weil ich habe jetzt keinen Bock zu Fuß eine Viertelstunde da, bis ich wieder in meiner Leiche bin und die Sachen aufnehmen kann. Ich habe ein bisschen nämlich die Höhe falsch eingeschätzt. Oder besser gesagt, ich habe nicht gemerkt, dass ich schon nur noch Lower Life bin. Das hier, ja, also dann mache ich heute mal den Anführer. Ah ja, ja, stimmt. Ja, okay, jetzt bin ich in dem Rohr drin. Machen wir mal die Map auf. Aber Kabel habe ich jetzt genug. Hast du auch noch Draht mit? Wen meinst du jetzt? Andi. Nö. Ja, es ging vor allem um Draht. Also Kabel brauche ich natürlich auch, aber. Ist ja nicht schlimm. Ja, sorry. Dachte ich hätte es gesagt. Nee, Alter, bin ich aber ganz schön weit ab vom Schuss so. Ja, ja, das ist halt quasi der direkte Weg, ne? Es ist halt, wenn du unten lang gehst, machst du zwangsläufig einen Umweg. Aber ich mach jetzt. Ja, aber ich bin schon mal schneller jetzt unterwegs. Ich glaube, wenn ich jetzt zu Fuß gegangen wäre, ich jetzt nicht mal in der Nähe von. Doch, ich glaube, ich wäre jetzt in der Betonfabrik, wenn ich zu Fuß gegangen wäre, ohne Stelzen. Und jetzt bin ich gerade an der ganzen Ölraffinerie vorbei. Und ihr seid ja auch wirklich schon fast da am Ziel. Yes. Das. Lass Sklaven. Da, der. So.
Dann machen wir das mal so. Ach, wir können. Gott, ey. Hauptsache hoch auf den Berg und wieder runter und. Also ganz ehrlich, diesen Baum, ja, wo du eine Schleife drumherum gebaut hast, den hättest du doch fällen können. Ja, aber dann müllt man sich das Inventar immer so zu. Oh mein Gott, dann schmeißt das eben schnell raus, ey. Jetzt kann ich gleich hier. Also, das schreit schon wieder nach Optimierung. Und das ja, Geile ist, dabei, wo ich jetzt langfahre, war ich schon überall zu Fuß. Ja, aber deswegen finde ich das ja eigentlich auch ganz cool, wenn man, wenn man quasi sich direkt sich direkt schon mal den Hypertube setzt sozusagen, dann kann man, dann spart man sich halt auch einfach ein bisschen die Wege dann doppelt zu laufen. Ne? So. Dann machen wir nochmal. Nein, ist der falsch. Gott, da wo ich jetzt hier gerade durchfahre, habe ich die ganze Landschaft gekillt. Ich habe alles abgesägt. Der dahin und der. Andi, du bist doch gerade hier, ne? Kannst du mir mal einen Gefallen tun? Hier vorne, da, also auf der Außenseite, der müsste mit dem Häuschen da vorne verbunden werden, weil ich habe die Stromleitung noch nicht geholt. Das wäre super neat. Hauptsache, du legst die Stromleitung ins Wasser. Ja, es ist gut isoliert. Ja, alles klar. Ne? Richtig schockierend, gerade auch für die Fische. Ach. Okay, ich bin an meinem Startpunkt. Ich müsste jetzt gleich bei euch sein. Ja. Okay, danke schön. Das war schnell. Und jetzt laufe ich durch das Giftgebiet, hoffe, dass ich schnell genug bin, bevor ich sterbe. Ah, cool, die kann man miteinander verknüpfen. So, dann kommen wir Andi mal ein bisschen entgegen. Was muss ich unterwegs erstmal ein paar Nüsse aufsammeln? Nüsse? Welche Nüsse? Nüsse, Mann! Nüsse! Mit N! Gott, wie das hier noch alles unberührt aussieht, wenn man kein Irrer mit einer Kettensäge rumrennt. So. Also Andi, wenn du den Strom anmachst, müssten die Masten da oben auch angehen. Ja. Und, machen sie ein bisschen Licht? Bisschen. Bisschen hell. Würde es blutrot machen. Das wäre richtig geil eigentlich, ne? Wir müssten nur irgendwo noch eine Schalteinheit hinstellen. Boah, aber Alter, haben die einen Lichtschein hier. Ja, die weit leuchten die bitte. Naja, aber du weißt ja, Anni hat gesagt, wir haben so langsam Stromprobleme, ne? Ach Quatsch, ja, haben wir nicht. Das war nicht ganz ernst gemeint, als er das gesagt hat. Aber das geht schon gut ab. Die leuchten ja richtig weit aus hier. Ja, aber du kannst ja das Bestrahlungslevel kannst du ja auch ein bisschen absenken, ne? Ja, das ist klar, aber ich finde das eigentlich ganz geil, dass die Umgebung halt auch richtig ausleuchten. Ja, du wolltest ja schon immer mal dass dir einer heimleuchtet, ne? So. Gott, das ruckelt gerade richtig hier. Oh Mann. Oh, bitte nicht, ey. Nicht, dass er irgendwas abschmiert. Nee, ich weiß nicht, wann er gespeichert hat hier bei mir. Das weiß ich nicht. Wir haben ja nur Halbstundentakt, aber es ist, jo, ist halt. Und jetzt verfolgen mich hier irgendwelche Käfer und ich habe keine Waffe. Ja, moin. Okay, also jetzt muss ich mir aber auch erstmal Draht besorgen. Dann glaube ich, düse ich nochmal eben zurück. Ja, mach mal ruhig. Ich habe leider nichts hier. Läuft aber auch gerade echt mega schlecht. Ich weiß auch nicht, was da los ist gerade. Ja, ich versuche nur hier gerade von Insekten abzuhauen. Ich hoffe, ich schaffe es noch bis in meine Fabrik. Ins Lager meine ich. Bevor mich die Viecher wieder killen, so kurz vorm Ziel, weißt du? Das wäre ja. Na, jetzt. Das ist nicht euer Ernst. Ich komme nicht auf die Plattform rauf. Nein, ich komme nicht rauf. Boah. Dieser Hillclimbing mit dem Hypertube, ne, wie langsam man dann einfach ist.
Vielleicht sollten wir den Tube noch ein bisschen erhöhen, damit man hier, nachdem man hier hochgekommen ist, gleich wieder ein bisschen Anschwung nimmt. Ach, was reicht vollkommen. Aber ich habe mir gedacht, so hier auf der Insel oder so, also hier bei dem Wasser, da sollte auf jeden Fall nochmal eine Bude sein, irgendwie. Da, wo man am Wasser gerade vorbei ist, da hinten, mit dem Bäumchen da. Ich glaube, da muss nochmal so eine kleine Hütte hin. Ja, jetzt, wo der Weg schon mal vordefiniert ist, denkt man sich öfter mal so, ja, hier hätte man eigentlich geradeaus rüber gekonnt, aber... Wenn man, wenn man das erste Mal baut, dann sieht man das nicht so gut. Boah, jetzt nimmt dabei Fahrt auf hier. Ja. Also dieses Stück, das kann ich dir aber auch nicht erklären, warum das so ist. Also, so ist mir an der Stelle nicht so ganz klar, warum der da plötzlich so viel schneller wird. Aber das, Abstände. Ich glaube, das ist eine gewisse Berechnung. Wie geht's gerade hoch, wie geht's gerade runter und nach jeder Schleuse nimmst du entweder ein bisschen Speed auf oder verlierst welche. Kann möglich sein. Also ich glaube, das spielt da irgendwie mit rein. Ach du Scheiße. Boah, jetzt hier dieses Stück. Ja, das muss die Stelle sein, wo du gerade warst, wo es jetzt richtig bergab geht. Ja, überhaupt nicht. Scheiße. Alter. Da nimmt man aber richtig Fahrt auf hier. Sieht auf jeden Fall lustig aus, kann man nicht anders sagen. Ja, weißt du, was wir auch machen könnten? Wir könnten halt quasi diese Abschussrampe, die könnten wir halt als Endpunkt setzen, dass du, wenn du von der Außenseite halt rein willst, dass du dich quasi mit einem richtig heftigen Speedboost ins Wall reinschießt. Nein. Doch klar, warum nicht? Nein. Das wäre bestimmt witzig. Nein. Wir sind nicht hier, um zu lachen. Das ist ernst hier. Boah, ich finde das cool. Also. Ich war ja auch nur Spaß. Ich finde es auch cool, aber ich verliere ungern immer Leben. Nee, also man würde ja sich einfach nur durch das Hyperloop-System schießen, sozusagen. Man kriegt nur einfach einen sehr hohen Speedboost am Anfang mit. Ja, einfach damit die Reise schneller geht, ne? Du bist so ein kleiner Geschwindigkeits-Junkie, merke ich gerade. Ja. Ist doch cool, oder? Ja, ich glaube, ich habe beim letzten Mal das Kunststoff ein wenig zu sehr geboostet. Na, lass mich raten, ja, wir haben Rückstau. Das dürfte nicht passieren, weil bevor es aufs Lagerband geht, ist ein Einserband. Also mehr als 60 Einheiten pro Minute können wir nicht aufs Lagerband schieben. Mhm. Aber eigentlich soll es sich ja auch stauen. Also, weil der Weg zur Fabrik, der sollte auf jeden Fall immer voll sein. Achso, hier wollte ich aussteigen. Der ist voll. Okay, das ist gut, weil wir nehmen ja auch Kunststoff ab. Also, wenn das nicht voll wäre, dann... Kunststoff und Gummi, beide Bänder sind voll. Okay, das ist gut, weil sonst hätten wir noch irgendwo... also würden wir noch zu viel verbrauchen, quasi. Aber wenn das jetzt voll ist, dann ist alles gut. Dann so soll es auch sein. So, genau, jetzt muss ich mal... gucken, was haben wir denn hier so? Ich glaube, den Summer Sloop, den kann ich glaube ich auch schon mal wegbringen. Ja, genau. So, dann. Genau, Draht wollte ich haben. Dann nehme ich nochmal so zwei Spulen mit. Ich glaube, das reicht dann auch schon. Dann wieder zurück. das wäre schon eigentlich ganz witzig. Hi. Oder die Hypertubes nur noch so bauen, dass du quasi erstmal mit so einer Katapultplattform erstmal auf eine gewisse Höhe hochspringen musst, um quasi dann in einen Schacht runterzufallen und unten ist der Hypertube. Dass du immer quasi erstmal so einen 30 Meter Sturz hast, bevor du in den Hypertube reinfliegst. Einfach damit du immer eine gewisse Basisgeschwindigkeit mit reinnimmst. Aber dann kannst du nicht mehr so schön von einem Tube in den nächsten fliegen. Das geht dann leider nicht mehr.
denn hier eigentlich? So, das ist hier irgendwie was editiert. Ah, okay. So. Hm? Ich hatte irgendwie meinen Streamer-Dashboard hatte ich irgendwie ein bisschen. Also ich weiß nicht, ich bin in irgendeinen Editor-Modus gesprungen und das wollte ich eigentlich gar nicht. Oder habe ich gesehen, man kann sich das ja total gut einrichten, so mit Aktionen hier und ich glaube irgendwie Umfragen und sowas kann man ja auch. Da geht ja richtig viel eigentlich. So, ich bin gerade ein wenig am Überlegen, was ich jetzt machen soll. Bauen. Wir könnten noch mehr Fabriken brauchen, glaube ich. Ich kann mal kurz auf meinen Zettel gucken. Oh, wir bauen echt schon wahnsinnig viel. Haben wir das mit den Platinen? Bauen wir Platinen jetzt schon? Ich glaube nicht. Ich habe keinen blassen Schimmer. Genau, kannst du das nochmal checken? Also, ansonsten müssten wir auch noch Funksteuereinheiten bauen. Verschmolzene Rahmen bauen wir auch nicht. Kühlkörper, Kühlsysteme, elektronische Steuerstäbe, das baut man auch nicht. Also, wir könnten auf jeden Fall noch was bauen. Und das bei Satisfactory. Ja, man mag es gar nicht glauben, ne? Hier wird tatsächlich noch was gebaut. Ach Mensch, ich hab... Also Clown schmeckt sehr gut so früh am Morgen. Genau, und hier muss ich gleich mal... Theoretisch müssten wir Platinen schon bauen. Ja? Ja, also könnte es sein. Ich habe es hier ausgekreuzt. Also entweder haben wir das irgendwie erst im letzten Part gemacht, oder... Aber ich gucke nochmal. Ja, genau. Gucken wir am besten nochmal. Ansonsten, also wir müssen ja auch nicht alles davon bauen, aber so ein bisschen... Also irgendwas von den Sachen war, glaube ich, schon noch ganz sinnig. Falsche Fabrik. Ja, ich glaube, so oder so wäre es ganz gut, wenn wir noch einiges bauen. Ansonsten könnte man auch langsam mal gucken, was wir so an Fabriken brauchen für die Atomkraft später. Ne? Atomkraft, nein, nein. Genau. Ja, mal gucken, ob wir das überhaupt noch so auf die Reihe kriegen. Ne? Aber es wäre eigentlich schon ganz cool. Mhm. So, da vorne, da. Wieso läufst du auf dem Hypertube, anstatt in ihm drin zu sein? Ja, weil ich da vorne, da wo das Wäldchen rechts da kommt, dieses kleine, ne, auf dem Absatz möchte ich gerne noch ein Häuschen hinstellen. Und ich kann den Hypertube nicht während der Fahrt verlassen. Und die nächste Station wäre quasi unten am Wasserfall und ich müsste den ganzen Wasserfall hochklettern. Das ist aber ziemlich anstrengend und da habe ich mir gedacht, es ist einfacher, jetzt einfach vorher eine Station auszusteigen und dann dieses Stück hier einfach noch mitzulaufen. Und hier kommt jetzt eine schöne Station hin. Und hier mache ich auch mal kurz ein bisschen was weg. Oh, ich werde begrüßt. Hallo. Schön. Oh Mann, ich hasse sowas. Jetzt hör mal auf rumzulecken hier. Du bringst das Spiel noch zum Absturz. Oh Mann, ey. Was zur Hölle? Da ist noch einer. Okay. Mal orientieren. Wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? So, wo fangen wir denn hier am besten mal? Wir machen hier erstmal so ein paar Klötze hin. Stelle ist doch eigentlich ganz gut, oder? Ja. Sehr gut. Ich habe
Und jetzt schon wieder alles verbraucht. Zum Glück habe ich noch Beton auf Tasche. Platin nach dem Standardrezept oder Platin nach dem... Summoder sind, der Hyperchip ist im Weg, deswegen darfst du da nicht bauen. Hyperchip ist doch da vorne, warum kann ich da... Nein, da, auch die Kreatur, die da unten lang läuft, dann... Ja, ich gehe davon aus, dass es die Kreatur ist, die da gerade den Weg versperrt. Also irgendwas muss ja... Also gut, um den Block geht's mir ja auch nicht, der ist mir relativ gerade. Ich hab nur gedacht, ich mach... Sicher, wa? Bitte? Da bist du dir auch relativ sicher, wa? Nee, da bin ich mir sicher. Ja, sicher. Hier unten ist eigentlich nichts. Also... Was, wir haben noch Mam-Dinger? Ja, ich hab doch gerade eine Festplatte. So, und wenn das die Festplatte ist, die ich meine... Also, oh, Alter, was ist das denn? Wir können alternatives, brütbares Uran können wir herstellen. Dann haben wir noch ein Rezept für Funksteuersysteme und Turbo-Elektromotoren. Na, warte mal, ich guck mir das auch mal an. Ja. Jo. Das kenne ich ja gar nicht, das Rezept. Produziert in Mixer, produziert 100 pro Minute. Brütbares Uran. Kenne ich gar nicht. Ja, wir brauchen... Ich guck mal gerade nach, ob das besser ist oder ob es das überhaupt lohnt. Ja. Schade, ich dachte, das wäre die Festplatte mit den 6 Inventarplätzen mehr. Also wir könnten auf jeden Fall mehr nicht spaltbares Uran produzieren damit. Ja, entscheidet ihr. Ich kann gar nicht aus dem Menü raus. Doch jetzt. Ihr entscheidet das. Man verbraucht wesentlich mehr Uran und dafür halt kein Quarzsand. Funksteuersystem, da ist die Frage, ob wir wirklich so ein alternatives Rezept brauchen. Das, wie gesagt, ihr entscheidet. Ich habe da den Überblick nicht. Okay, man spart sich bei den Funksteuereinheiten-Rezept an die Computer, ne? Das, bei dem hier, was haben wir hier? Was ist das da? Oh Mann. Ja, der Turbo-Elektromotor klingt aber auch nicht schlecht. Aber du brauchst diese komischen elektromagnetischen Steuerstäbe dafür. Ja, die brauchst du auch noch, also... Ich weiß nicht, ob das so viel besser ist, dieses Rezept. Es ist einfach nur schneller. Aber ich glaube nicht, dass man da sehr viel mehr... das ist schwierig gerade. Das mit dem Uran, da haben wir nicht genug Erfahrung. Das würde ich erstmal weglassen. Ich würde fast sagen, das Funksteuersystem, oder? Was meint ihr? Ja, doch. Man würde sich halt die Computer sparen, aber dafür braucht man halt auch echt 60 Aluminiumgehäuse, das ist nicht wenig. Und heißt das, wir müssen erstmal unsere Aluminiumproduktion ordentlich nochmal boosten? Ja, wir können die nicht mehr richtig boosten, die ist teilweise schon am Limit. Wir bräuchten noch eine Aluminiumfabrik dafür. Vielleicht ist der Turbo-Elektromotor doch besser. Ja. Ich weiß es nicht gerade. Also rein von der Produktionsrate her sind alle besser als das Ursprungsrezept, ne? Nimm den Turbomotor, würde ich sagen. Ja, dann nimm den Turbomotor. Nee, ich hab das schon... Achso, okay, dann mach... Dann nein, besteht... nein, ihr müsst es auswählen. Ich habe nur das MAM abgebaut, damit ihr das entscheiden könnt. Ja, also Turbo-Elektromotor würde ich dann nehmen. Würde ich auch sagen, ja. Oh. Gut, dann... Weil es gibt ein Rezept, ich dachte, das war in meinem Spielstand. Da habe ich das hier oben von dem Berg geholt und da hast du 6 Inventarplätze mehr gekriegt. Ja, aber ja, das ist das, was ich meinte. Die sind zufallsbedingt, wo die sind. Ja, vielleicht irgendwann erwischt man nochmal irgendwo eins, wo das dann dabei ist. Aber wäre es das jetzt gewesen, hätte ich die 6 Inventarplätze für uns noch freigeschaltet. Aber da das Rezept das nicht war, habe ich dann gesagt, ja okay, dann entscheidet ihr das. Weil wir wollten ja die Sache mit dem Uran machen und ich habe keine Ahnung, deswegen. Wir ja auch noch nicht. Ja. Ich denke, einer von euch hat schon Atomkraft bei sich mal ausprobiert. Nö. Ich wollte alle jungfräulich, ja? Ja, genau. Also ich wollte das mal machen mit Atomkraft und habe dann festgestellt, dass das unglaublicher ein wahnsinniger Aufriss ist und habe mich dann am Ende dagegen entschieden, weil das einfach zu viel Arbeit gewesen wäre. Naja. Ja, es ist
Also, das ist schon ganz schön Arbeit. Autsch. Drecksviech, ey. Was ist er jetzt wieder hin? Oh. Er kommt aus dem Nichts, schmeißt mich runter und, Ja. Da musst du aufpassen, ey. So, erstmal Wände, da kommt er nicht durch, so. Eigentlich will ich ja die Fenster haben. Deswegen habe ich auch immer eine Kettensäge dabei. Ja, die Kettensäge. Ich will schon Bäume weghauen, damit die keine Deckung haben. Ja, aber der hatte ja auch gar keine Deckung. Ich habe ja hier schon diesen Sockel gebaut. Ich stehe hier quasi auf einem Plattformsockel. Weißt du, so, hier ist nichts mehr. Bei meinem Safe-Game war nur mal eine lila Schnecke von zwei dieser großen Rammviecher besetzt. Oh ja, die kenne ich sogar. Da war ich auch schon, ja. Ja, aber die haben Ping-Pong mit mir gespielt. Der eine hat mich gestoßen, ich habe nicht mal den Boden berührt, da hat mich der andere schon wieder weggestoßen. Ja, das kenne ich auch. Ich habe gesagt, ey, was ist euer Hobby, ey? Es gibt da Situationen, da kommst du einfach auch nicht mehr heile raus. Es ist teilweise einfach so scheiße. Ja, aber dann versuch mal da wieder dahin zu kommen und deinen Stuff zu holen. Ja, das stimmt. Das was ist teilweise einfach... Ja, es ist teilweise einfach echt ein bisschen mies mit den Gegnern. So, zack, 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 so. Oh, dann kommen wir hier auch noch hoch. Oh. Dann hier eine Tür. Ich musste gerade an Kaiko vordenken. Oh, und wenn ich hier rauskomme, dann werde ich alle umbringen. Oh, Teleshopping. Ach Mann, ey. Das mit dem Teleshopping, das ist sowieso. Oh nee. Nee. Einfach nee. Einfach geil. Nee. Teleshopping kannst du nur verarschen, genau wie Astro TV. Ja, das stimmt, ja. Ich meine, ganz ehrlich, wer sich deine Zukunft mit Karten hinblättern lässt, also. Nee. Und dann noch so alle Angaben ohne Gewähr. Natürlich, die könnten dir ja auch nichts garantieren. Wie wollen die das denn auch machen? Ja, also wenn mir eine sagt, sie werden befördert und du gehst dann und gehst dann hin und kriegst keine Beförderung, dann würde ich auch sagen, was habt ihr geraucht? Also, wobei ich glaube, so genau würde dir das wahrscheinlich auch nie irgend so eine von denen sagen. Ach nee, ne? Und was ist mit Kalkofus so, wo sie gesagt hat, wo die Alte angerufen hat, ja, mit meinem Sohn und seiner Arbeitssituation und dann Hilly, war Billy oder wie die da heißt, gesagt ach, die, hat, ich okay. Ich sehe den Finanzengel, ich sehe, ja, worauf wartet er noch? Ja, er kriegt einen besseren Job mit besserer Bezahlung, auch es ist auch in der Nähe. Weißt du, wo Kalkofer die ja auch. Ja, aber sie hat halt gesagt, es ist in der Nähe und wenn er es dann nicht kriegt, dann ist es am Ende seine Schuld gewesen. Weil es war ja in der Nähe und er hat es halt nur nicht ergriffen, so, ne? Also das ist, die reden sich da einfach auch sehr gut raus. Dass sie halt bloß keine verbindlichen Zusagen machen müssen, das ist halt das Konzept. Ja, Verarschung halt, ne? Ja, richtig. Auch. Da ist noch die Stütze. Ey. Und das Schönste.
War gerade wieder Safe Game? Nee. Aber mir gerade geruckelt hat und dann konnte ich eine Plattform nicht setzen. Meistens ist das dann, wenn er abspeichert. Ich glaube, es war gerade nichts. Nee, also mir ist nichts dergleichen aufgefallen gerade. Ja, dann ist es so. Alles gut. So, dann kommen hier noch Eingänge ran. Ja, aber jetzt ist gerade auch wieder ein Moment, wo... Also ich merke das halt, dass die Maus nicht richtig reagiert. Also, dass sie so ein bisschen träge ist. So, als ob der Rechner gerade ein bisschen zu sehr schuftet. Aber ich weiß auch nicht, woran das liegt. Dann mal lieber schnell abspeichern, bevor er wirklich abschmiert. Nee, es ist dann nur kurz und dann passiert wieder nichts. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass es... Dass so viel auf der Map schon drauf ist und... Waff. So, okay. Ja, ich glaube, es ist einfach, wenn halt viele Leute parallel auf der Karte arbeiten, dann passiert das einfach. So, okay, dann wollen wir einmal über diesen Hügel da oben, glaube ich. Da, ja, das ist, glaube ich, ganz gut. Ja, die können wir ja bei der Gelegenheit auch schon mal mitnehmen. Alter, die wird so angestrahlt. Diese Leuchtschnecke hat überhaupt gar keine Farbe mehr gehabt gerade. Die ist halt auch noch im Licht von diesem Beleuchtungsmasten. So, ich finde es ja faszinierend, dass ich hier am anderen Ende der Map den Weltraumlift sehen kann. Ja, ich glaube, das ist aber auch der Gedanke, dass man immer weiß, wo die Basis ist. So. Obwohl, einen Weltraumlift kann man sogar mehrmals bauen, oder? Nee, nur einmal. Nee, echt? Ja, okay. Also bei meinem, also im Singleplayer kannst du ihn nur einmal bauen. Ja, weil beim Hub ist es ja so, du brauchst für den Hub so ein ganz spezielles... Ja, guck mal, ein Weltraumlifting, der hat ganz normale Materialien. Der Hub, den kann man nur einmal bauen, weil er diesen Hubkasten braucht. Ich hatte mal, als ich ein Spiel gemacht hatte, ich habe mal zwei dieser Bauwürfel gehabt, aber ich durfte den nur einmal bauen. Und dann hatte ich im Inventar einen Würfel über gehabt, der für das Hub war. Das war irgendwie so ein Anzeigefehler oder... Oh, stimmt, da kann ich mich dran erinnern. Ich war auch auf dem Safe-Game, ja. Stimmt, da hatten wir zwei Hub-Teile, aber du konntest nur einen Hub bauen. Es ging einfach nicht, den zweiten zu stellen. Aber für den Weltraumlift braucht man keine speziellen Teile. Das ist ganz normal, einfach nur... Kannst ja einfach mal ausprobieren, ob es jetzt mittlerweile geht. Das ist auch schon, glaube ich, über ein Jahr her, wo ich das letzte Mal versucht habe. Ja, das ist schon ein bisschen länger her, das stimmt. Aber ich habe gerade nicht die Materialien da, dass ich mir das gerade leisten könnte. Ich auch nicht. Oh, die Betonung war gerade fast so wie bei diesem "Du bist doch wahnsinnig". Die schöne Erde. Ich habe gestern mit Darius hier "How many kilograms of dumbbells are you lift?" die dritte Blu-ray geholt. Und in der ersten Folge haben sie halt Arnold Schwarzenegger halt verarscht mit diesem hochösterreichischen Akzent. Ne? Und das Witzige dabei ist, der heißt ja nicht Arnold Schwarzenegger in dem Dings, der heißt ja Arnold Schodeckengonegger. So. Und sein Assistent ist nicht Jason Statham, sondern Jason Statham. Da haben sie sich getraut, dass der Name sehr ähnlich klingt, ne? Ja, klar, aber trotzdem, was das schon, er hat auch dieses Hochösterreichische gesprochen, halt, der Arnold. Da hat er dem Mädchen da in dem Anime erklärt, zum Beispiel, wie es nun abläuft mit der Bodybuilder, Bewertung und so weiter und so fort. Und dann hat er in diesem Akzent gesprochen, zum Beispiel, es gibt ja Unterschiede zwischen Bodybuilding und Physik, ne? Das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Dann hat er das erklärt und dann so, ja, bist du also mit der Dreiecksform mit 400 Physik und das spielt er mit dem Lack und so. Also die ganze Zeit. Und ich habe so abgefallen, ich habe so gelacht, ich hatte so Bauchschmerzen gehabt, ich konnte mich auf den Anime nicht konzentrieren und der hat die ganze Folge so gesprochen, ne? Und ich konnte einfach, ich konnte ihn nicht ernst nehmen, ne? Obwohl er so das übelste muskelbepackte Terminator-Fieber, aber wenn er gesprochen hat, wirklich, ich konnte nicht mehr, ich war nur am Lachen gewesen. Ja, ich weiß, ich meine, ich kenne mich da mit den Dialekten und so ja auch immer nicht so aus. Aber ich glaube, das ist dieses Wiener Schmäh, was wir so als typisch österreicherisch so wahrnehmen, ja. Ich meine, das nennt sich hochösterreichisch. Aber ich kenne mich damit auch null aus. Ich glaube, es ist gerade auch niemand hier, der,
der uns da vielleicht genauer... Ich glaube, es ist auch gar keiner jetzt generell im Chat, außer ja. unserer Wenigkeit. Keine Ahnung. Aber ja, ich fand... Ja, schade. Fand so Tar oder Bad Sister, die würden das jetzt wissen. Ja, vielleicht kommen wir... Nee, ich bin aus dem Spiel raus. Ja, jetzt war jetzt gerade ein Autosave. Da ja, war es gerade. Ich bin rausgeflogen. Ja. Ey, ich hoffe wirklich... Nein. Oh, falsch. Wieso gehe ich denn in mein Spiel rein? Abbruch. Kann ich nicht machen. Nee. Ja, ich hoffe, dass ich nicht jetzt irgendwo wieder ganz am Anfang hänge, wo ich losgefahren bin. Nein, das Spiel ist ja nicht abgestürzt. Ich bin ja rausgeschmissen worden. Ja, das ist ja nur ein Disconnect. Ja, das kann doch nicht sein, dass beim Save-Game man rausfliegt. Naja, wenn der Rechner zu lang nicht reagiert, dann geht dein Spiel davon aus, dass der Server weg ist. Da unten bauen wir auch nochmal einen Sockel hin, würde ich sagen. Und nochmal ein Häuschen hin. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Aber dann dahin. Pass nur auf, da sind Gegner, ne? Ja, habe ich schon gesehen, aber... Also kannst du auch die Festplatte da gleich mitnehmen. Rechts von dir. Ja, da steht Wrack okay. Wahrscheinlich haben wir das schon. Ah ne, doch, siehst du, jetzt bin ich... Doch, ich bin wieder im Auto. Da, wo ich abgebrochen wurde. Signalisatoren. Okay, nee, da waren wir wohl noch nicht. Ach so, wahrscheinlich weil es zu weit oben war. Das war wahrscheinlich. Ja, aber du bist doch da jetzt, ne? Kannst ja gleich mitnehmen. Ja, das wird wahrscheinlich seinen Grund gehabt haben, dass wir da noch nicht gewesen sind. Immer diese eine Kieselstange. Ach, das ist ja nett. Ich habe sogar den Treibstoff da. Ja, siehst du, dann können wir ja. Da kannst du einen Mann bauen, dann gleich direkt vor Ort und dann kannst du es ja reinschmeißen. Mache ich. Bin mal kurz AFK. Alles klar. Jo. Weißt du, dann mache ich es jetzt so, du bist da ja, dann parke ich das Auto im in ein Hauptquartier. Mhm. Und dann komme ich eigentlich, mache ich mir die Taschen voll und komme jetzt mit im Prinzip hier per Hypertube. Ja, das kannst du machen. Der Hypertube ist gleich unten. Ja, hab ich gesehen. Deswegen. Genau, ich mach jetzt nur noch, also ein Zwischenhäuschen mache ich hier auf dieser Ebene noch. Das bietet sich einfach an, dann kommt man nämlich relativ leicht hier oben auf diese Plattform drauf. Ja, das ist gut. Genau, weil dann brauche ich auch nicht ständig mehr mit dem Auto hin und her fahren und das geht dann einfach bequemer auch. Genau. So. Sehr schön. Und Fenster. Alter, das kann nicht sein. Direkt, ich fahre mit dem Explorer und direkt vor mir spawnen Stein und ich bleib fast dran hängen. Ja, das hat mich ja auch mit dem Explorer so aufgeregt immer. Wenn vor dir Steine spawnen. Ja, gut, das ist halt ein Multiplayer-Problem leider. Ach, herrlich. Herrlich. Strom, zweiseitige. Also wenn jetzt vielleicht in diesem Rezept die 6 Inventar-Slot-Plätze frei sind, dann würde ich ganz gerne diese haben wollen. Also ja, die Inventarerweiterung haben wir ja immer bevorzugt genommen. Richtig. Also das würde ich auch weiterhin so handhaben. Dein Platz ist nicht immer gleich sofort voll. Also ich finde das immer schon sehr praktisch. Ja, ich auch. Ich bin da voll bei dir. Sehe ich genauso. Angeblich sollst du ja Inventarplätze kriegen, wenn du irgendwas Bestimmtes schredderst oder so. Ja, aber das ist irgendwie auch festgesetzt. Also man kann nicht unendlich viele haben, aber... Nein, das nicht, aber ja, ich weiß nicht, ob wir schon geschreddert haben dafür. Ich weiß nicht, wir haben schon ziemlich viel geschreddert. Wir haben so ziemlich alles schon geschreddert, was wir bisher produziert haben. Ja, dann weiß ich nicht, dann... Aber wahrscheinlich haben wir diese Slots sogar schon bekommen, also... Das weiß ich nicht, deswegen, ich kann mich ja nicht dran erinnern, vielleicht hätte es ja einer von euch noch gewusst. Ich bin ja auch schon wieder bei unserer Ölraffinerie, also da mache ich mir die Taschen voll und dann geht's wieder zurück in die Baugeschichte. Oh, ja, vielleicht sollte ich mal das Fahrzeug tanken. Aber ich brauche fast 50 Benzin, um von unserem Hub bis zum Lager zu fahren. Das ist einiges. Ja, deswegen. Einmal hin und zurück und dann sind fast 100 Benzineinheiten weg.
Sag ja, tanken ist teuer. Ah. Machen wir hier noch. Wenn ich im Hub bin, werde ich mal kurz dann mal kurz verschwinden. Jo. Da eine Rampe und da eine Rampe. Gott. Hier und Durchführung da. Weißt du, was ich mich gefragt habe? Es gibt ja so für Flüssigkeiten. Pipeline Mark 2, ne? Schade, dass es nicht so für Hypertube gibt. Hypertubes Mark 2. Ja, das finde ich auch sehr schade. Oder dass es nicht Booster gibt. Also, dass du gerade bei Wegen, die bergauf führen, quasi, dass du dann einen Weg, also einen Booster einbauen könntest, wie so ein Ventil, was du auf ja, dem Booster. Genau, um einfach, gerade wenn es halt bergauf geht, den Tube halt wieder zu beschleunigen, weil es. Du merkst es halt schon deutlich, dass die. Dass Aufwärts halt super langsam ist. Ich bin mal kurz AFK, ja? Jo, alles klar. So, dann machen wir mal hier weiter, dann sind wir nämlich auch gleich da. So. Hier werde ich, glaube ich, mal nicht nach oben bauen, sondern einfach nur fließen nach vorne. Eieieiei. Uff, jetzt geht's runter hier. So. Das ist grenzwertig. Jetpack Power. So. Da hinten wollen wir hin. Du schon wieder. Weg mit dir. Weg, weg, weg. Was ist denn das hier? Da leuchtet eine Dingens durch. Ah, hier, guck mal. Ach, deswegen sind das wahrscheinlich so auffallend glatte Steine. Okay. So. Oh, dann mache ich hier auch noch einen. Sag. Hallo? Ja, hallo. Hallo. Auf welcher Seite soll ich denn den Tube eigentlich anschließen? Das sieht ein bisschen größer aus da hinten. Das ist auch größer, du wirst angegriffen. Nö, also der schießt sowieso gerade gegen die Wand, also... Ja, das Problem ist, ich weiß nicht, wo ihr das Atomkraftwerk später hinbauen werdet. Ich würde nämlich sagen, dass ihr das dahin ballert, wo... Oder macht erstmal auf dem Boden provisorischen Ausgang. Ja, dass wenn alles soweit gemacht ist, dass man sagen kann, okay, da wird jetzt zukünftig noch was gebaut oder nicht gebaut und ja, wir dann genau wissen, wo wir anschließen wollen. Ja, ich habe halt auch gerade gedacht, wir hängen den Tube einfach erstmal nach unten. Von da aus können wir weiterbauen. Dann gucke ich mich mal unten um, wo wir da am schlauesten den Ausgang hinstellen. So, ja. Und dann, ich war nur gerade irgendwie gemutet, keine Ahnung. Großer hier. Und ich konnte gerade nicht reden, also... Aber jetzt geht's ja wieder, ne? Ja, weil ich im Menü die ganze Zeit am Rumvorwerken war. Die Viecher beschmeiße ich immer mit Dynamit. Ja, das ist auch nicht schlecht. Ja, finde ich auch. Jetzt schauen wir uns hier mal um. So, mach mal
Den von. Da hinten ist das Lagerhaus. So. Ich habe mir die Taschen erstmal wieder voll gemacht. Also es ist jetzt sind übrigens keine Stahlrohre und Stahlplatten mehr im. Ja, dachte ich mir, aber ich bin ja ganz gut mit dem Zeug bisher hingekommen. Ich habe auch noch genug Stahlrohre, dass es bis nach da hinten reicht. Ich muss nur jetzt erstmal gucken, wo deine Stromleitung lang geht, weil da wird ja wahrscheinlich, das wird ja wahrscheinlich gleich irgendwie da ins Gebäude führen. Nein, im Gebäude ist gar kein Strom. Du gehst jetzt in die Stromleitung, aber da ist ein Weg, Geht, nein, zurück. Ach stimmt, das ist doch gar nicht so gut, weil man fällt hier durch den Boden teilweise. Ja, pass auf, du gehst die Stromleitung lang. Ja. Die Anrichtung zurück, weil da habe ich eine Brücke gebaut, die führt nämlich zu dem zur Energieversorgung, die ich gebaut habe. Und da, wenn du ganz geradeaus durchgehst, zu dem großen Gebäude, da ist auch eine Brücke, wo du rein kannst. Okay. Also quasi so ein Seiteneingang. Einfach nur den Kabeln folgen. Und dann im Prinzip, wenn du über die Brücke bist, ganz nach rechts zum großen Gebäude, das ist ein kleiner Brückenkopf. Mhm. Ah ja, das ist es. Genau. Hatte ich eigentlich gebaut, um mit dem Auto mal rüberzufahren. Das war quasi nur ein missratener Prototyp einer Brücke. Aber er erfüllt seinen Zweck. Ja. Setz Reit. Ja, das ist klar, da vorne ist das. Genau, jetzt gehst du einfach lang und dann kommst du automatisch auf diesen Brückenkopf zu. Ach, schade. Ja, reiner Kupferbarren. Kupfer und Wasser, das braucht eh keiner. Turbodrahtkabel, ja. Richtig schlechtes Rezept, ey. Ja, ist nicht so prächtig. Vor allem ist es auch langsam. Turbodrahtkabel, das produziert ja total wenig. Ja. Da haben wir schon bessere Rezepte. Ja, gedampftes Kupferblech. Das ist alles so ein Müll. Ich nehme mal das mit Turbodraht, weil dieses mit Wasser mischen, das macht eh keiner. Ist Andi eigentlich noch da? Von dem hört man gar nicht. Der ist auch kurz AFK gegangen. Ach so, Prinz Heiterboom, moin. Hallo. Wir sind wieder da. Der Bibi. Guck mal, Junge, ey. Oh, danke. Ja, also da hinten dieser sehr unauffällige große Kasten ist das Lagerhaus, okay. Der ist ja nicht fertig, der hat ja gerade mal angefangen. Also, ich weiß halt nicht, in welchen Mengen wir den Müll produzieren, aber ich glaube, das ist sogar schon massig hier. Ja, ich habe jetzt nicht durchgerechnet, wie viele Plätze wir haben, aber du kannst ja mal reingehen. Die eine Seite ist auch vom Erdgeschoss schon fertig. Alter. Ich fange gerade die andere an. Geh mal nach rechts, da quasi wo du jetzt lang gehst, die rechte Seite. Da kommen die beiden Förderbänder runter. Ah, hier, ja. Genau. Und dann geht es ja einmal nach links und einmal nach rechts. So quasi mache ich zwei Hälften davon. Und ja, diese Seite ist schon fertig gebaut, die, wenn du jetzt davor stehst, rechte Seite. Ja. Und ich fange jetzt gerade die linke Seite an, Speichen zu bauen. Und dann werden quasi nach ganz hinten ist ein Förderband, wo auch wieder, wenn er nach oben kommt, quasi in die erste Etage. Und dann wird das gleiche Spiel da oben gemacht. Ja, das ist massig. Das Lagerhaus auch. Ja, also von der Größe her, das ist mehr als genug. Aber so, ich finde, das sollten wir schon auch noch so fertig machen. Ja, ich bin ja dabei. Ich brauche ja immer alles, Material, ne? Alles mit der Ruhe, ne? Und ja. Deswegen habe ich gesagt, guck dir an und dann entscheide, wo das Kraftwerk überhaupt hin soll, damit man dahin halt die Bänder halt hin. Das ist definitiv gut zu wissen. Also das Kraftwerk, das würde ich wahrscheinlich eher, wenn das Ding hier ist, ich glaube, das Kraftwerk würde ich eher hier nach oben verfrachten, hier oben aus dem Meer irgendwo. Weil wir auch direkt Wasser brauchen. Ja, Wasser brauchen wir eh noch. Und vielleicht können wir hier auch das Zeug, was für diese, was dafür hergestellt werden muss, vielleicht können wir das ja sogar mit Zeug von hier befeuern, weil hier oben ist irgendwo Katerium, Kupfer ist hier unten auch noch.
Also hier irgendwie in dem Bereich und also wir könnten theoretisch alles, was wir für das Kraftwerk brauchen, alles aus dieser Gegend beziehen. Ich glaube, hier finden wir alles, sogar Schwefel und so. Ja, klar, das ist unser Anfangsgebiet, genau, da also gibt's alles. dann würde ich fast sagen, fürs Atomkraftwerk machen wir hier einfach so ein eigenes, also so einen eigenen Bereich auf. Das ist, glaube ich, am besten. Dann brauchen wir auch nicht die Sachen quer durch die Map karren, so. Aber hier werde ich uns jetzt erstmal einen Transport hinstellen. Machen wir nämlich. Hier vorne ist nämlich so eine schöne Lücke. Wenn du da nicht irgendwie was vorhattest, da hinzubauen, dann würde ich den Hypertube hier reinholen. Oder wolltest du hier irgendwas hinstellen? Nee, also die Ecke ist fertig. Da kannst Ja, du das ist super. Weil viele hinsetzen, Felder was sind du denn das? möchtest. Ja, oh, das ist perfekt, das passt. Gut, dann. Jo. 2, 3, 4. Das ist doch super. Aber bitte ein schönes Häuschen, Ich gebe ja? mir extra Mühe. Ah, sehr schön. Richtig mit 1, Blümchen 2, und einem Beet 3. davor. Okay, ganz so viel Mühe dann doch. Raus. So. Warte mal, der kann. 1, 2. Besser als von der 1, anderen Seite. 2. Nein, du doch nicht. Oh, verdammt. Was ist, wenn das Spiel so hakt? Ich brauche einen neuen PC. Natürlich. Leute, alle mal bitte spenden, damit der gute Sumo sich einen neuen Rechner kaufen kann. Nee, der Rechner ist ja eigentlich schnell genug. Ich kann es mir auch nicht so ganz erklären, warum das ruckelt hier. Weil es keinen dedizierten Server gibt, ganz einfach. Ja, stimmt. Wenn wir einen dedizierten Server hätten, würde ich auf unserem Server quasi den Satisfactory Server auch draufpacken und dann könnte man da auch ein wirklich heftiges Langzeitspiel draus machen. Da hat jemand Spaß mit den Emotes. Ich kann jetzt nicht gucken, bin voll konzentriert. Nein, ich habe nicht genug Materials. Material. Das Material wird knapp. Ja. Besser als auf YouTube ist Twitch allemal. Ja, also YouTube geht mir mittlerweile aber auch wirklich so unglaublich auf den Keks. Also, so erstmal diese Scheiß hin und her Strikerei, dann überhaupt nicht begründet und so, es wird einfach halt weggestrikt. Das finde ich sowieso schon. Es ist einfach unglaublich asozial für die Leute, die teilweise auch wirklich sich Arbeit mit den Videos machen. Also da nehme ich mich jetzt mal nicht mit rein, weil so viel Mühe ist das nicht. Es ist einfach nur Spaß und Hobby. Aber es gibt halt auch Leute, die arbeiten da richtig dran. Also ich finde immer, Massengeschmack TV ist immer ein tolles Beispiel. Das ist halt richtig redaktioneller Content. Das ist richtig hochqualitatives Zeug. Und von YouTube wird das dann einfach abgestraft, so. Normalerweise würde man ja eigentlich davon ausgehen, dass YouTube da auch ein gewisses Interesse haben müsste, quasi hochqualitativen Content anzubieten. Immerhin wollten die ja auch mit hier YouTube, wie hieß das, YouTube Red oder YouTube Premium oder so, wollten sie ja eigentlich auch wirklich so ein Premium YouTube
aufmachen, dass man wirklich auch, sag ich mal, bereitwillig dann halt auch sein Geld da reinsteckt. Ist das überhaupt richtig? Müsste. Nee, es greift nicht. Komisch. Was nicht richtig. Müsste auf der linken Seite sein. So. Achso, ja klar, weil kein Strom da ist. Mann. Ja, Was geht denn bei dir schon wieder ab? Das geht ja mal gar nicht. Ja, wo ist denn der Strom? Da ist der Strom. Da hängen wir uns ran. Warum hast du keinen Strom? Und warum hast du eine Maske auf? Ja, das ist halt so eine Sache, die habe ich irgendwie einfach nicht kapiert, warum YouTube irgendwie die Leute bestraft, die irgendwie versuchen, YouTube ein bisschen, ein bisschen hochqualitativen Content zu bieten. Ja, und dann gibt's halt noch so gewisse YouTuber, über die wir hier eigentlich nicht ständig sprechen wollen. Die sich einfach auch selbst um die Community-Richtlinien eigentlich einen Mist scheren und dann trotzdem irgendwie immer in Schutz genommen werden. Während andere, wie zum Beispiel Massengeschmack TV, ständig darum bangen müssen, dass morgen der Kanal weg ist, weil YouTube aus irgendeiner Laune heraus einfach beschlossen hat, so jetzt ist mal genug mit YouTube. So. Habe ich noch genug? Reicht das? Ja, das muss reichen. Hier oben lang. Das Wetter. Natürlich. Immer. Naja, ist ja. Also es ist eigentlich generell so, ich würde jetzt mal behaupten, dass eigentlich alle und vor allem auch die kleinen Streamer sich durchaus Gedanken machen, was sie da so anbieten. Glaube ich nicht. Es ist aber so. Fake News hat. Naja, YouTube ist ein bisschen komisch und auch diese. Ich hatte ja auch schon mal eine. Also irgendwie Strike ist scheinbar keiner mehr da jetzt, aber es war halt trotzdem irgendwie. Die Situation war einfach ein bisschen komisch. Wir hatten einen Reaction-Stream. Und bei dem, also der Reaction-Stream, da wurde quasi die Monetarisierung entfernt. Weil das angeblich jugendgefährdender Inhalt war und es geil. War halt einfach. Bitte? Geil. Mhm. Ja, und vor allem, es waren ja auch, ich meine, wir haben halt YouTube-Videos geguckt, ne? Also. Das war schon mal ein Verbrechen. Du hast YouTube geguckt. Ja, es ist halt schon irgendwie ein bisschen komisch, dass du YouTube-Videos guckst, die nicht ab 18 sind oder so, weil das würde bei Watch Together ja auch gar nicht funktionieren. Ne? Also, wir haben uns keine ab 18 Videos angeguckt und trotzdem kriegst das du da erst... Fehler. Naja, es geht ja nicht. Watch Together kannst du ja nicht auf 18 plus gucken. Das ist egal. Du hättest ab 18 Videos gucken müssen, dann hättest du definitiv keinen Strike oder ähnliches bekommen oder was auch immer. Naja, dann hätte Twitch das wahrscheinlich nicht so cool gefunden. Das kann möglich sein. Ja, aber Mimon hatte recht, wenn auch auf eine andere Art und Weise, wie er es vielleicht gedacht hätte. Oh Mann, jetzt sind die Metallplatten die Eisenplatten so knapp, sodass es reicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, der Mimon, der war eigentlich ja schon irgendwie... Warte mal, du brauchst Eisenplatten? Ja, auch nicht. Ich guck mal nach, vielleicht reicht's noch. Du bist doch hier noch bei mir. Ich habe Stahlträger, Entschuldigung. Ja, ich glaube, das kommt hin. Ich brauche nur 2 Stück pro Säule, die ich baue. Und ich kann noch 3 Säulen bauen, das reicht. Da komme ich mit hin.
So. Noch eine hier oben drauf. So. Wäre hier ein bisschen in die Richtung. So. Dann könnte ich theoretisch sogar von hier direkt da hoch. Reicht. Gut, dann ja. Ja, manchmal ärgere ich mich ein bisschen, dass ich mit dem Streaming nicht einfach schon viel früher angefangen habe. Also gerade Streaming und Videos und so. Also hätte man sich da schon früher mit beschäftigt, ich glaube, man hätte sich da echt gut was aufbauen können. Gerade wo der Markt jetzt, sag ich mal, noch nicht so mega voll ist. Also ich will da eigentlich auch ungern von einem Markt sprechen. Aber irgendwie trifft es das ja auch ein bisschen. Aber so mittlerweile ist es halt so easy zu streamen. Die nochmal schnell nach oben schmeißen. Oh, kriegen wir wieder ein Autosave? Ja, eben gerade war, glaube ich, einer. Also es hat zumindest mal kurz gehakelt gerade. Ja, weil ich konnte gerade nichts bauen und meistens ist das ja, wenn safe ist. 2006 hatte ich mit einem Fettsack Kochvideos aufgenommen bei YouTube reingestellt. Ach was. Mit einem Fettsack? Wie nett. Nein, damit hätte ich nie gerechnet. Die Kupferbleche sind alle. Scheiße. Aha. Ja, dann musst du wohl zurück ins Wasser. Du hast nicht zufällig irgendwie noch 10 Kupferbleche über? Nein. Nur 3. 10 Stück für das letzte Stück? Ja, von... dieses kleine Stück hier. Das sind die paar, die noch fehlen hier. Okay. Da. Okay, 11 sind's. Nee. Das ist mega ärgerlich. Dann mach's doch so, du bau dir eine Werkbank, klopf irgendwo Kupfer und dann hammerst du dir das schon. Ja, ich glaube, das geht schneller als jetzt was zu holen, hast du recht. Ja. Ich habe keine Eisenplatten. Ich kann keine Werkbank bauen. Ich habe auch keine auf Tasche. Ja, ist egal, ich häng da einen Tube-Eingang ran. Und dann... Nein, ich komm schon gleich, ich bin gleich da. Ach so, das ist cool, danke. Was brauchst du? Eine Werkbank. Nee, wenn du schon irgendwas vorbeibringen könntest, dann eigentlich am ehesten einfach nur, weiß ich nicht, so ein Stack Kupferbleche. Also ein Stack Kupferbleche und ein Stack Eisenplatten. Ich glaube, dann bin ich für alle Sachen hier gewidmet. Kupfer und Eisen, alles klar. Genau. Bist du für alle Schandtaten bereit? Ja, viel mehr, ja, übrigens, viel mehr ist ja gar nicht nötig dann hier. Wir produzieren gerade ab sofort 6, 7,5 Teile Platinen. Ah, sehr gut, dann hake ich das hier auch mal ab. Die waren nämlich noch nicht fertig, ne? Zumindest habe ich sie nicht gefunden, jetzt sind sie fertig. Jetzt sind sie auch fertig und angebunden. Wunderbar. Hm. Ja. So richtig schön angebunden. Ab und zu kann ich mal was machen. Ab und zu kriege ich auch mal was hin. Was hast jetzt du gesagt? Ja. Sonst bin ich immer der Versager der Runde. Nein, das stimmt nicht. Danke, weiß ich. Ich wollte es nur noch mal von jemandem anders hören. Ja, also. Ach so, dann wartet mal bitte auf mich. Ich bin in circa 10 Minuten dann bei euch. Ach du meine Güte. Sumo, lass schnell abhauen. Tja, da ist das Auto safe. Ja. Komisch, das... wurde mir gerade nicht gefallen. Extrem Beleidigungen waren heftig. Ja, merke ich, habe ich da jetzt extra. Ach so, das meinst du mit. Ja, das ist halt. Das ist immer das Problem, wenn die Leute halt anonym sind. Anonym. Ne? Ja, dann reißen sie halt wirklich auch immer groß die Fresse auf. Das ist halt einfach so. Aber das ist halt auch so das Ding. Da muss man wirklich.
Ja, da muss man an der Stelle auch einfach echt ein bisschen kaltschnäuzig werden. Dass man das halt irgendwo, sag ich mal, hinnimmt, aber sich nicht zu Herzen nimmt, ne? Mobbing. Geht Ja, bei das. 95% der Leute nicht. Ja, das ist halt das Ding. Also, ne, wenn man halt voll drauf einsteigt, weil die Leute in Anführungszeichen mobben oder Alter einfach nur so dumm irgendwie beleidigen. Ja, das Ding ist halt, die fühlen sich dann halt befeuert, dann machen sie es umso lieber, ne? Ich fühle mich dabei auch noch gut, ja. Ja. Ja, weil sie ihren Frust an anderen Leuten ablassen. Zum Beispiel, sie wissen selber, dass sie nichts auf dem Kasten haben, aber müssen andere Leute beleidigen, damit sie sich selber wieder gut fühlen. Also, was ist ekelhaft. Ja, davon gibt es auch leider ganz, ganz viele. Ja, da sagst du was. Finde ich sehr schade, muss ich ganz ehrlich sagen. Das stimmt. Am Ende hatte ich die Videos ausgekriegt, nur. Ja, es ist halt auch blöd. Ich finde, wenn du halt dann irgendwie die Videos dann irgendwie dann so rausnehmen musst oder zumindest auch ihre Kommentare löschen musst und so, das macht dann auch irgendwann einfach keinen Spaß mehr. Ja, es ist leider die Schwierigkeit, ne? Jo, leider. Und dann gibt es da so einen YouTuber, der einfach sich generell verhält wie das letzte Arschloch. Und dann sagt dass die Leute ihn mobben, weil er dick ist. Boah, alleine selbst mit dem Hypertube brauchst du richtig lange, bis du da bist, ne? Ja, Hey, aber. ich bin gerade auf dem Weg. Ja, Bitte. ich sehe es ja, ich habe die Karte offen, aber da ist mir gerade halt aufgefallen, was das eigentlich für eine Strecke ist, dass man so lange braucht, selbst mit einem Hypertube. Und vor allem, wenn ihr das mal Das vergleicht. Geile ist, Andi wird jetzt aus der Lücke einfach rauskatapultiert, weil da keine Verbindung ist. Ja, Am stimmt. Ende. Aber du landest dann quasi direkt an der Wand von diesem Häuschen, Ist ja theoretisch. nicht schlimm. Ich hab hier noch drei Leben. Drei Leben? Und Hä? drei Herzen, was auch immer. Drei Gesundheit. Ja, aber dann bist du ja gleich wieder tot. Nee, Hier also du bin stürzt ja nicht ich. ab, also von daher müsste eigentlich alles okay sein. Was, selbst wenn nicht, ich habe immer noch ein Jetpack angelegt. Best. Jo. Ah. Sumo, du liebst diese Masken, ne? Er ist ein kleiner Stromverschwender. Was für Masken? Liebe Diese Leuchten, Strahler. Leuchtmasken. Ach, die Masten. Ja, ja, ich finde die gut. Aber hier habe ich zum Beispiel keinen hingestellt. Ich hab mir einfach gedacht, so, das braucht man hier einfach nicht. Nee, Ist ja braucht eh man. Endstation, so, das. Aber hier drin, also ich finde, in den Häuschen muss einfach Licht sein. Weil irgendwie also auch durch das Update. Also durch das Update ist das Licht auch deutlich intensiver geworden. Also auch der Schatten ist deutlich Ja. intensiver geworden. Ne? Oh Gott, hey, zum allerersten Mal, dass ich wieder diese Strecke, dass ich diese Stelle hier wieder sehe. Man konnte übrigens im Yay! Jahr 2006 nur 10 Minuten Videos hochladen und maximal 100 MB Größe. Mein Cam war so schlecht, dass alles ein Pixel war. Ja, das sind andere Zeiten heutzutage, das stimmt. Hui, da kommt er. Und, yo, er fliegt raus. Das sah geil aus. Oh, Alter! Was denn? Hat mal wieder Spaß gemacht. So, du wolltest das da haben und du wolltest das da haben. Kupferblech. Ja, genau. Ich Habe ich seh's doch nicht. rausgeschmissen. Nee, ich seh's nicht. Da. Ah, da. Super, danke. Perfekt. Dann dahin. So. Lämpchen ist grün, der Ansauger ist da. Gut, dann ab dafür. Komme ich hinterher. Jetzt fahren wir wirklich mal die ganze Runde. Also den ganzen Weg bis zurück zur Base.
Ja, die halbe Map. Ja, das ist die halbe Map, ja. Stimmt. Einmal von hier bis hier oben hin. Alles Schwede, das ist mal ein Stück. Ich glaube, das ist auch das längste Hypertube-System, was ich bisher gebaut habe. Ja. Aber nur knapp. Aber nur knapp. Das größte Lagerhaus überhaupt. Also, ja, das größte Lagerhaus sowieso. Aber auf meiner Map, die ich gebaut habe. Nee, ich glaube, da ist das Hyperloop-Netz tatsächlich noch weiter. Hypertube natürlich. Aber da ist der. Ich glaube, weil auf meiner Map ist das Netz tatsächlich noch weiter, weil es sogar bis in den Dschungel runterführt. Ja, du bist also noch nicht fertig. Hallo. In den südlichen Wald halt, ne? Ja, ich hatte ja damals halt auch. Ich hatte ja damals versucht, quasi alles Mögliche irgendwie anzubinden mit den Hypertubes. Und hab mich da wirklich quer durch die ganze Map explorert. Ich muss schon sagen. Ich bin mal gespannt, wie das wird, wenn wir hier anfangen mit Atom. Alter, okay. Guck mal, da war rausgeschossen hier, alter Schwede. Oh, wie man den Berg hochschießt. Okay, jetzt hier ist der Schwung vorbei. Nice. Aber guck, das ist so, wenn man nicht unbedingt direkt davor erst einsteigt, dann kommt man hier sogar relativ schnell hoch. Ja, so das YouTube von 2006 ist einfach noch was anderes. Das war dieses Broadcast Yourself. Da ging es nicht um besondere Qualität oder sowas. Da ging es halt darum, so hier, du hast eine Möglichkeit, Videos zu machen und sie halt anderen Leuten zu zeigen. Das war damals einfach so das... der Hit. Der Hit. So, das war halt das Gute daran. Ne? Das ging halt vorher nicht. Mittlerweile gibt es so viele Streaming-Plattformen. Da geht es ja auch gar nicht mehr darum... Also, dass man überhaupt die Möglichkeit hat, jemandem Videos zu schicken. Das geht ja mittlerweile selbst über WhatsApp schon. Ach du, ja, so. Das war einfach eine andere Zeit, ne? So, hey, ich komme jetzt auch wieder zurück. Hey, ich bin im Hypertube. Hey. Ich glaube, ich kann mir jetzt in der Küche Salat machen. Geil. Ach ja. Ich finde das mit den Häuschen eigentlich auch ganz nett, jetzt auch so mit den Lampen. Ich glaube, ich bin gerade an dir abgeprallt. Das stimmt doch gar nicht, das kann gar nicht sein. Hab dich nicht gesehen hinter mir. Ich bin irgendwie gegen was gegengerempelt und dann war ich plötzlich aus der Spur. Hallo? Boah, Alter, zieht man hier wieder Gas an. Ja, Sumo, warum machst du immer Bremsen drin? Verstehe ich gar nicht. Man kann das Lagerhaus für Atommüll nicht richtig sehen. Man sieht immer nur eine Hälfte wegen dem Berg davor. Ja, dann wissen wir, was wir zu tun haben. Den Berg abbauen. Boah, wenn das gehen würde, ne? Das... Aber man kann wenigstens sehen, wenn man ganz oben fährt, wie weit es nach hinten geht. Aber nicht, wie weit es in die Breite geht. Ja, das ist ja das Geile bei den Tubes eigentlich. Du kannst ja auch theoretisch mit ein paar Fundamenten als Hilfsplattform könntest du einen Hypertube wirklich unglaublich weit nach oben bauen. Ja. Und dann einfach wie so ein... Eigentlich könntest du nur wirklich schöne Gerade ziehen, wenn du vorher Platten machst. Ja, das stimmt. Also, ich hab das auf... Genau auf der Map mit Andy habe ich das gemacht. Da ging ein Hypertube quasi sehr weit nach oben und ist dann da sehr gerade und rechtwinklig quasi in der Luft verlaufen und später habe ich die Fundamente alle wieder abgerissen und dann hing nur noch der Hypertube da so schön gerade. Hier oben sind drei reine Kohlenfelder. Ja? Ja. Ja, da gibt's auch viele. Wenn du mit dem Wasserfall fährst, gleich am Anfang vom Wasserfall, gleich ein bisschen nach links, da sind drei reine Kohlenfelder. Da ist reines Öl. Also, ja, da oben haben wir alles. Ja, hier oben ist nice, ey. Umdrehen, 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 schöne Dankeschön. Kohlenfabrik. So, dann können wir ja mal Bestandsaufnahme machen. Ja, können wir.
Was braucht man denn zum Bau? Nur jetzt zum Bau, damit das Atomkraftwerk steht. Was braucht man dafür? Oh, etliches. Also Atomkraftwerk ist richtig viel. Das, Atomkraft? Nein. Ja, aber dann baut doch schon mal die Komponenten. Ja, oder? Ja, ich... Das sieht so geil aus. Oder ihr wollt erstmal in der Fabrik weitermachen, dass die vielleicht automatisch produzieren. Keine Ahnung. Ja, das ist sowieso der Gedanke. Wir müssen echt noch ein bisschen... Weil dann kann ich noch das Lagerhaus in Ruhe weitermachen und ihr könnt da, was ich noch was machen und dann ist doch gut. Ja, ich habe mir gedacht, das wäre eigentlich ganz gut, wenn man das vielleicht außerhalb des Streams macht. Dann machen wir das Durchplanen, was man fürs Kraftwerk braucht und so. Das würde ich dann einfach mal irgendwie im Off dann zusammenschreiben. Genau, und dann gucken wir einfach mal nach, was wir abseits der ganzen Atomkraftgeschichte noch so machen können. Ja, ich bin sowieso noch... Wir haben jetzt eh nur noch so knapp eine Stunde, also können wir mal gucken, was uns da so einfällt. Also erstmal, glaube ich, mache ich meine Taschen leer und guck mal nach, was ich noch so... Ich hoffe, man kann rechtzeitig abbremsen irgendwie im Hub, nicht, dass ich jetzt stundenlang noch Runden drehe. Nee, also ja, also abbremsen musst du natürlich schon, ne, aber... Ich finde, du baust die Ein- und Ausgänge viel zu eng im Hub. Ja, das Ding ist halt, im Hub, da hatten wir kein Momentum. Also am Anfang war das halt so, da warst du nie so schnell. Jetzt kannst du es ja optimieren. Ja, man könnte die auf jeden Fall ein bisschen auseinanderziehen. Das können wir eigentlich auch machen. Ich weiß nur, das eine Mal, wo ich mich abbremsen wollte, bin ich in der Wand geklatscht und war tot. Das ist eigentlich praktisch nicht möglich. Ich habe keine Ahnung, wie du das angestellt hast. Ja, ich weiß es auch nicht. Man kriegt ja keinen Glitch oder so. Ja, wahrscheinlich, weil eigentlich durch Aufprall kriegt man normalerweise keinen Schaden. So, jetzt muss ich versuchen. Jetzt habe ich so viel Speed. Ich hoffe, ich bremse richtig ab. So, bremsen. So, langsam. Oh, und siehst du, das meine ich. Ich habe keine Chance gehabt gerade. So. Gut, also weiter geht's mit Text. Na, wir haben schon. Ja, wir haben wieder nichts an Material da. Gut. Ja, so schnell produziert das auch nicht. Hui. Und unser Batterielager ist fast voll. Geil. Ja, womit wir eigentlich ja geklärt haben, dass es, also auch die Drohne fliegt ja die ganze Zeit munter hin und her, also das zeigt uns ja, dass wir, also dass wir da sogar sehr gut mit hinkommen, mit dem, was wir da gebaut haben. Produzieren wir eigentlich jetzt schon maschinelle Highspeed-Anschlüsse? Müssten wir ja. Ja, tun wir. Okay. Oh, das. Denn hier so. Also, das Holz, das brauche ich eigentlich nicht mitnehmen. So ein paar in der Tasche zu haben, schadet ja eigentlich auch nicht. Ja, so wenig Platz im Inventar habe ich ja eigentlich auch gerade gar nicht. Ich glaube, ein paar Kabel kann ich wieder zurückpacken. Die waren auf der Seite. Ja, Gummi und Kunststoff hat einen ordentlichen Rückstau. Ist voll die Bänder.
Ja, das ist ja auch richtig so. Also das muss auch so sein. Wenn wir das nicht hätten, dann würden wir mehr verbrauchen, als wir produzieren. Ist ja alles durchgerechnet da. Verträge. So. Den muss ich eigentlich auch nicht mitnehmen. Boah, das ist ja total leer. Aber du hast Stahlträger rausgenommen, oder? Ich habe Stahlträger noch okay, auf Tasche, ja. Nee, ich meine nur, weil das Fach so leer ist, deswegen habe ich nee, gedacht... Nee, die habe ich vor einer Stunde alle rausgenommen, die ich brauche. Das kommt nur so langsam alles rein. Ja, aber Stahlrohr sind halt wieder alle. Also wenn das eine Stunde gedauert hat, um so wenig herzustellen, dann stimmt da irgendwas nicht. Ich glaube, da müssen wir mal gucken. Deswegen, ich habe mir jetzt auch gerade nichts Neues mehr mitgenommen, weil ich noch genug auf Tasche habe. Ja, das ist nicht so viel. Ja. Ach so, Produktionsrate 15 pro Minute. Ja, das erklärt einiges. Ja, wir produzieren einfach nicht so viele Stahlträger. Was ist mit Stahlrohren? Was kommt da rein in der Zeit? Ja, das Rezept ist 20 pro Minute. Also ich schätze mal, wir werden jeweils zwei haben, so vom Tempo. Nö, eigentlich habe ich nur noch einen. Ich habe einen auf Hold gesetzt von den beiden. Oh, das... Also ich würde die wieder beide voll pumpen lassen. Stahlträger ist fast... Also Stahlrohre brauchen wir gerade sowieso en masse und... Genau wie Stahlträger. Stahlträger sind auch nicht gut bestückt gerade. Dann also, pumpt doch einen auf beide auf Max. Ich wollte gerade sagen, hier, Andi, hast du noch ein paar Schnecken? Dann kannst du ja mal ein bisschen die Produktion hochballern eigentlich. Können wir ja wieder rausnehmen, wenn... Also ich glaube, Stahlbarren haben wir mehr als genug, also ich glaube, wir können ja, uns da... Stahlbarren, die laufen auf jeden Fall. Ja, dann baller mal so richtig die Dinger auf 150% plus. Auf 150% plus, alles klar. Alle? Ja, hau raus, was geht. Ich würde 250% die Stahlrohre und Stahlträger machen. Ja, 150% plus heißt mehr, also 150% Leistungssteigerung. Ach so, also. Ja. Andi weiß schon, wie ich es meine. Genau, also maximal. Da brauche ich auch nicht immer so lange warten, bis mal wieder was da ist. Dann, wenn ich was verbrauche, dann ist auch schneller wieder was da. So laufen. Okay. So, dann schauen wir uns mal an, was wir haben und ob wir da irgendwie eine Baustelle finden. Achso, genau, wir könnten die Hypertubes noch mal ein bisschen checken unten. Also ich habe gerade so Geschwindigkeit drauf, weil ich den Wasserfall halt runter bin. Ja. Achso, genau, ich wollte nur noch ein bisschen Sprit für das Jetpack einpacken. So, wenn ich hier bin, kann ich auch wieder einen Schweberucksack nehmen. Ich habe mir auch überlegt, ob ich vielleicht offline auch noch ein bisschen eigentlich was weiterbauen sollte. Wieso? Aber das Lagerhaus jetzt, das Lager Atommüll. Ja, aber das ist ja eigentlich auch das große Projekt, was du da jetzt hast. Was willst du denn danach machen? Das ist so die Frage. Ja, es war halt nur eine Idee. Alles gut. Es war nur ein Gedanke. Weil ich halt nicht weiß, wie lange ihr für die Komponenten braucht, dann hätte ich schon was vorbereitet gehabt und dann wäre halt ein bisschen mehr zu sehen gewesen. Aber ist alles gut. Das war halt, wie gesagt, nur ein Gedanke. Und ich komme ja hier auch soweit noch ganz gut voran. Also ich bin durchgängig am Bauen. Aber wenn du Stahlrohre holst, kannst du bitte immer noch so zwei Stacks oder so im Fach liegen lassen, weil wenn wir auch mal welche brauchen, dann sind keine da. Das wäre auch doof. Alles gut. Das kann ich machen, kein Problem. Ja, genau, einfach so zwei Stacks liegen lassen, das würde schon reichen. Na klar. Das ist immer doof, wenn man halt hier irgendwas bauen will und dann hat man einfach gar keine Ressourcen da. Deswegen war mein Anliegen ja auch, dass wir diese Produktion auf wirklich 250% hochkriegen, damit auch jeder genug was hat zum Weitermachen. Ja. Das sieht so geil aus, wie die Sachen hier reinrasen. In den Schredder.
Steck doch mal deinen Finger rein. Ich bin schon wieder. Hab schon wieder keine Stahlrohr. Na gut, es waren ja auch nicht viele da. Ja, vielleicht musst du dir da irgendwie vor Ort vielleicht noch eine extra Produktion hinstellen oder ja, so. Ich hab doch diese reinen Kohlenfelder, dann zwack ich mir eine ab und dann ja, mach muss das ich mal. Halt ein kleines Häuschen da irgendwo hinsetzen. Ja, ich glaube, das, also, weil du so schnell wie du das Zeug verbaust, so schnell kannst du es ja gar nicht produzieren. Das, ja, deswegen muss ich mal gucken. Ich habe zwar jetzt nichts auf Tasche, aber ich lass mir da was einfallen. Genau, mach das mal. Oder ihr bringt mir gerade das Material vorbei für 1 Mark 2 meiner Förderband und halt ein bisschen Platten, Stangen und also das alles von allem etwas, damit ich halt was bauen kann, bevor ich jetzt wieder zurück bin, dann ist das ja halt kein Time-Wasting. Dann kann ich hier noch kurz meine Sachen noch ein bisschen weiter bauen und dann ist gut. Hier geht das rein. Die Idee ist aber nicht schlecht. Dann hätte ich was Eigenes hier. Jedenfalls was Stahlrohr und Stahlplatten angeht. Und dann, selbst wenn ich das Lager hier geplündert habe, dann könnte ich dann einmal zurück zum Hauptquartier, da was holen. Und in der Zeit ist meine eigene Produktion wieder oben auf. Ja, ich habe natürlich auch ein bisschen daran gedacht, dass wir natürlich auch ab und zu was bauen wollen. Ja. Aber ja, natürlich, ja. Du hast ja recht. Das ist halt so. Ja, ja. Deswegen, jetzt muss ich gucken. Aber ich baue erstmal. Ihr wollt die aus Wasser haben, die Fabrik, ne? Ja, so ist jetzt so der Gedanke, der erste. Also, dass es vielleicht keine schlechte Idee wäre, die Fabrik halt so aufs Wasser zu bauen. Links oder rechts von deinem. Oben, drüber. Also nördlich wie? Quasi. Wie oben drüber? Ja, nördlich. Ja, wenn ich jetzt mittig, also ich stehe jetzt gerade vor dem Lagerhaus. Genau. Wollt ihr das daneben haben? Guck mal in die Richtung, was du meinst mit daneben. Ja, genau, die Richtung stimmt. Also nördlich also, davon. Okay, weil dann kann ich hier, ich baue nämlich jetzt eine Brücke und dann fange ich schon mal an, so ein bisschen in die Richtung. Ja, kannst du gerne machen, aber wie gesagt, wir wissen halt auch noch nicht, wie viel wir brauchen und wie groß die Plattformen werden und wie viel Platz man braucht und so weiter, ne? Also. Ja, es geht nur darum, dass ich schon mal quasi einen Weg dahin mache, dass man überhaupt mal weiß, was überhaupt Phase ist, Alter. Das ist halt. So, dann kann ich schon mal ein bisschen hier was machen, Sachen. War das hier auch noch hübscher? Hey, hübscher. Nein. Ich habe keine Stangen und Platten. Boah. Alter, ist das ein Witz. Jetzt muss ich zurückkommen, weil ich nichts habe. Es wäre eigentlich ganz geil, wenn wir ein Drohnensystem hätten, ne? Um mal eben schnell Materialien darüber zu karren, so. Ja, oder wieso? Was dann so schwer, jetzt noch eine Drohnenstation dahin zu schmeißen? Naja, du müsstest. Ja, eben. Ja, eigentlich man müsste nur da einen Drohnen, also so einen Drohnenplatz hinstellen. Ja, aber dafür habe ich gar nichts da. Ich habe nicht mal für eine Drohne. Ja, ich meine ja nur, aber man könnte das ja eigentlich mal anpeilen. Ne? Ja, aber ja, dann. Also es geht jetzt nicht mit den Materialien, die du vielleicht gerade in der Tasche hast, aber wir können ja diesen Drohnenbahnhof, der da unten ist, den können wir ja abbauen oder beziehungsweise erstmal liegen lassen. Da ist ja ein Lager mit Batterien drin. Dann stellen wir die. Dann stellen wir halt diesen Plan um, sozusagen, dass er auf den anderen Drohnenplatz fliegt. Und dann kann man einfach eine
Truhe am Hub hinstellen, also eine Lagerkiste und alles, was du da reinschmeißt, das wird mit der Drohne dann hochgebracht zum Lager geflogen. Das könnte man ja machen. Aber wo sind, ich sag mal, wo ist, na gut, okay, die andere produziert ja nichts, ne? Die fliegt ja leer die ganze Zeit. Leer würde sie nicht fliegen. Ich rede jetzt nicht von den Batterien, ich rede, auf der anderen wird ja nichts produziert automatisch. Ja, ja, genau, also sie hat jetzt quasi keinen Sinn, das meinst du damit, ja. Genau, richtig. Das ist ja Sinn. Ich fahre zum Beispiel zurück und baue erstmal ein Grundfundament, aber ich muss ja, wenn ich jetzt diese Fabrik aufbaue, für Stahl, dann muss ich ja sowieso erstmal zurückkommen und das ganze Material abholen, was ich dafür brauche. Ich weiß nicht, ich gucke jetzt gerade bei der Rückfahrt, ob da ein Häuschen steht. Weil ich brauche ja nicht nur Kohle, ich brauche ja auch Eisen. Aber ich denke mal, das wird auch da irgendwo oben rumliegen. Schau ich mal kurz an. Gucke. So, das ist der Wasserfall. Da ist ein Häuschen, da ist noch ein Häuschen. Ich weiß nicht, hast du oben am Wasserfall noch ein Häuschen oder? Ja, das ist ein Stück hinterm Wasserfall dann, ja, aber da kommt noch eins. Gut. Das war dieses eine, weswegen ich so lange gelaufen bin, weil da hat halt eins gefehlt. So. Ich rede jetzt aber oben auf dem Berg, ob da noch ein Häuschen ist, ne? Ja, ja. Nicht unten. Sag ich ja. Ich bin ja weil das Häuschen unten, das gab's schon. Ah ja, da, jetzt seh ich's. Genau, und ich hab halt gedacht, das wäre eigentlich ganz gut, wenn man den Tube auch nutzen kann, um nach oben zu kommen. Mhm. Ne? Das war so der Gedanke dabei. So, jetzt guck ich mal. Dann. Kohle weiß ich ja. Eisenerz. So. Ja, warum geht das nicht? Ey, es ist kein Eisenerz hier oben. Hier ist nur Kohle oben. Das heißt, ich müsste die Kohle nach unten befördern. Oh, ist das schon wieder Müll, ey. So. Ich habe hier in der Basis habe ich mal die Hypertube-Eingänge ein bisschen voneinander weggezogen jetzt. Das ist gut, das ist gut. Das ist natürlich typisch. Oben, wo drei Plätze sind mit Kohle, ist kein Eisenerz. Ja, es ist ja kein Problem, die Kohle nach unten zu ziehen. Ach ja. Aber ich finde, irgendwie zurück kommt man schneller. Ja, ja, das stimmt. Ich weiß auch nicht so richtig, woran es liegt, aber irgendwie scheint die Steigung da einfach besser zu funktionieren. So. Schauen wir mal diesen Drohnenkram an. Wenn du vom Wasserfall runter den Schwung nimmst, das ist schon echt kritisch. Ja, der Schwung ist heftig, ne? Aber der verläuft sich, glaube ich. Ich glaube, zurück kommt man schneller, weil man fast immer bergab fließt, so. Und das macht alles irgendwie ein bisschen schneller. Und auf dem Hinweg, da bist du zwischenzeitlich sehr, sehr schnell, aber da musst du auch wieder sehr lange immer ein bisschen aufwärts. So, ich glaube, das macht dich so langsam dabei.
So, dann schauen wir uns mal den Drohnenkram an. Könnte man hier eigentlich auch mal ein bisschen. So, jetzt muss ich wieder schnell abbremsen und bremsen. Ja, das ist viel besser. Das war viel besser. So, Beton kann ich erstmal wieder zurück. So viel brauche ich nicht. Stahlplatten kann ich erstmal wieder zurück. Ich leere erstmal meine Taschen aus. Okay, also fangen wir mal an. Erstmal Mark 2. Na, nee, wir nehmen gleich Mark 3. Hä? Toll, wir haben gar keine verschmolzenen modularen Rahmen mehr. Ja, wir produzieren sie ja auch nicht, ne? Ja, ist gut. Fail. Ja. Wofür braucht man die denn überhaupt? Für die Mark 3 Miner. So, ja gut, wir brauchen ja auch normalerweise keine Mark 3 Miner. Oh mein Gott, jetzt sind wir wieder bei dem Thema. Ja, ja. Deswegen haben wir sie ja wohl auch nicht. Nochmal, es geht nicht um brauchen, es geht darum, es zu können, weil wir... Weil wir es können. Protzen, Junge, protzen. Muskeln spielen. Hey, wir sind die Besten. Jetzt guck mal, was wir haben. Boah, ich spiele hier mit Amateuren. Boah. So, einer davon, zwei Stück müssten reichen. Ich brauche. Warte mal, wo war das? Hä? Bin ich jetzt. Nee, Fabrikator ist das. Ach, da unten. Das und das. Hm. Hä? Ich bewege mich vollautomatisch. Hallo? Anhalten. Hallo? Ich bewege mich die ganze Zeit. Ich kann nicht auch. Hä? Hallo, meine Figur bewegt sich automatisch. Oh. Die geht. Die geht einfach automatisch. Ich kann nicht stehen bleiben. Klingt nach einem Bug irgendwie. Also. Ich meine, irgendwie. Oh. Hallo? Bleib stehen. Kein Plan, was hier jetzt nicht richtig ist. Er bleibt nicht stehen. Bleibt stehen! So. So, habe ich. So, Spoiler. Dann brauche ich Beton für dafür. Dann brauche ich Konstruktoren, Kabel und verstärkte Platten. Warte mal. Wir nehmen mal ein bisschen was von allem mit hier. Wo ich wieder umsonst hin und her renne. Also ich muss schon sagen, wir produzieren momentan schneller, als unser Band abtransportieren kann. Ja, das habe ich befürchtet, ja. Ah, hier sieht man Zollbahn, ja. Ja, dann fahr mal wieder ein bisschen runter. Nein. Ja doch, wenn das Band verstopft, dann haben wir die gleichen Probleme wie neulich. Ich habe gerade schon geguckt, Schritt Zeit Tabu. Aber bunte Kackhaufen schicken hier. So, ich mach mal kurz. Ja, ich bin im Überlege. Ich, wofür brauchte ich die noch? Momentan sieht es eher danach aus, dass unser. Wissen wir, dass das. Dass das.
Betüngle ein wenig zu viel, vieles. Das was zu viel ist? Beton. Beton? Ja, wie sieht denn das aus mit Beton gerade? Oh ja, ich sehe es, wir spammen richtig Beton voll raus gerade. Ja, dann fahren wir die Produktion runter. Ich glaube, so viel brauchen wir gerade auch gar nicht. Von Beton, ja. Ja. Warte mal, nee, kannst du ruhig so lassen. Ich mache hier das Band einfach zu einem Einser erstmal. Sehr gut. Das reicht, glaube ich. Gut, meine Taschen sind voll. Ja gut, probieren wir. Dann muss ich das, also ich fange jetzt, wenn ich zurückfahre, an, mir eine Stahlfabrik zu machen. Man sieht, wie es auflockert gerade hier. Ja, Stahlfabrik wäre auf jeden Fall ganz gut, das war... Ja, ich bin gerade auf dem Weg. Dauert nur ein bisschen, bis ich da bin. Wunderbar. Und dann beginne ich. Ja, man sieht hier vorne, hier vorne rutscht es langsam nach, also... Ja. Jetzt müsste sich das gleich ein bisschen beruhigen, aber da hinten sieht man auch, dass Stahl sich... Also, kannst sich das du da Stahl nicht da einen Abzweig machen zu einem einzelnen Schredder? Und dann so sozusagen, dass der Überschuss dann da rein soll? Ja, das Ding ist halt, er muss ja erstmal gucken, ob es überhaupt geschreddert werden soll. Also. Ja, Überschuss. Du stellst da, wo du das jetzt, das Einer mit dem Vierer kombiniert hast, stellst so einen intelligenten Splitter hin und sagst zum Beispiel, bei Rückstau des Betons soll er da den Überschuss, der sich zurückschaut, halt schreddern. Ach so, nee, das braucht er ja gar nicht. Also, das Problem ist ja, er ballert dann ja trotzdem das Band voll. Also guck mal, jetzt kommt doch noch kaum Beton gerade an. Ja, weil wir es gerade reduziert haben. Ich habe da vorne ein 1er-Band reingemacht und jetzt läuft es wieder besser. Ich glaube, das hier ist ein 2er. Guck mal, sogar ein 3er ist das. Also theoretisch können wir hier eigentlich mal der Ordentlichkeit halber hier auch 5er draus machen. Aber hier vorne... Da ist ein Einser. Der sorgt einfach dafür, dass nicht mehr als 60 Einheiten pro Minute auf dieses Band hier kommen. Ja, okay. Jetzt ist es stockt ein bisschen, aber es ist nicht so extrem gerade. Okay, gut. So, dann... Oh, krass, wie viele Batterien wir einfach haben, ne? Ja, die Produktion läuft hier hinten auch ziemlich gut. wie einfach voll mit Batterien ist. Hm. Ja, wir haben zu viele Batterien. Das, Wolltest du nicht noch eine Landefläche hier bei Dings bauen? Ja, das wollte ich gleich machen. Ja, dazu musst du die alte dann mal... Oder du nimmst dir einfach Material aus dem Lager, du bist doch da gerade. Ja, ich bin doch gerade dabei. Ich wollte nur erstmal gucken, was hier überhaupt Phase ist. Ja, das ist ja richtig. Ich wollte es ja nur sagen. Ja, ist schon klar. So, aber ich muss mir auch Gedanken machen, wie man das, wie man den Ausgang irgendwie ein bisschen kontrollieren könnte. Ich glaube, der ist zugeschmissen, weil wir einfach zu viel, so, ja, ist die Art. Ja, gut. Soll ich mal nach hinten gehen und eine Batteriestation abklemmen? Nee, brauchst du nicht. Wir lösen das hier. Wir bauen einfach so viele Drohnen, dass wir plus minus null sind. Das kriegen wir nicht hin. Klar, so 10, 20 Drohnen? Momentan fliegt die Drohne ja gar nicht. Warum? Warum fliegt sie nicht? Weil ich sie nicht sehe, dass sie fliegt. Ja, aber in der Station ist sie auch nicht angedockt. Und die hat doch Batterien, oder nicht? Sie hat einige Batterien, etliche. Ja, deswegen wundert es mich, dass sie nicht fliegt. Nicht stimmt. Entweder steht die in der Luft wegen dem Bug oder sie steht an der Station. Oh, was ist denn das für ein Status-Ausrufezeichen da? Ja, wundert mich auch. Oder sie kann nichts loswerden, weil da ausgehend auch alles voll ist. Das sollte nicht passieren.
Aber das scheint schon länger so zu sein, deswegen ist das Band so voll. Ich werde da mal unten hinfahren, hindüsen. Und mal gucken, wo das Problem da ist. Oder machst du das eben, dann... Ich geh mal kurz gucken. Genau, dann kümmere ich mich mal drum, dass wir da unten beim... Also da drüben beim Lager auch einen Brunnenlandeplatz bekommen. Mach das. Muss ich mal gucken, was wir da so bauen. Okay, hier ist jetzt irgendwo das Eisen, da unten. Okay, dann stürzen wir uns in den Tod. Nein, gut. Dann muss nicht unbedingt sein. Tod ist immer schlecht. Gegner wegkloppen, komm her. Alter, die haben aber die Gegner jetzt so programmiert, dass sie dich auch voll in die Irre führen, diese kleinen Käfer hier. Komm her. Erst drehen die sich und kurz vorher drehen die noch eine Pirouette. Ja, komm. Was? Du kannst doch mal kurz eben gerade dahin gehen, wo du irgendwas warst. Hier? An die, wo die Aluminiumrahmen drin waren. Ja. Ach so, sorry, dass das sah eben gerade so aus, als ob da eine andere Farbe wäre bei den Aluminiumrahmen. So. Ich schon mal so, hä? What he says? Was sagt er? So, dann kommt was haben. Dann Funksteuereinheiten. Bin gleich da! Das glaubt dir keiner. Ja, doch. Oh, keine Funksteuereinheiten da. Die Motoren haben wir. Funksteuereinheiten sollten hinten welche sein, bei Dennis Provisorium, die er gebaut hat. Ach so, ja. Jetzt weiß ich. Achso, meinst du auf dem Seitenflügel von dem Lager, genau, oder? Genau. Okay, das ist gut. Und dann noch Krieg der haben. Natur, Kettensäge, tu deine Arbeit, Flieg und Sieg. Ach nee, das war was anderes. Flieg und Sieg ist immer was Tolles. Mit einer Kettensäge? Das könnte gefährlich werden. Da musst du nur ein bisschen aufpassen auf die Spitze. Flieg dann und... Geht das. Oh, tot. Achso, hier werden Motoren gebaut. Mal hier. Ah, sehr gut. Nehmen wir mal mit. So, sehr gut. Dann haben wir das auch. Flieg und Tod, was? Okay. So, das sind Turbomotoren. Oh Mann. Sorry. Warum müssen die sich auch so ähnlich sehen hier? Ich hab das halt auch gar nicht gemerkt hier, ja, das sind Turbomotoren. Aber ja. Die produzieren die, oder was? Was? Turbomotoren? Nee. Ja. Oder? Nee, es ist hier, mal warte nach, was brauchen wir denn hier? So, ist doch alles da, dann baue ich mir das einfach so. Kannst sogar eine Werkbank bauen. Werkbank. Dann könnte man auch im Prinzip, wenn ich hier noch eine Fabrik aufbaue, da noch so ein Häuschen für Hypertube-Durchgang machen, oder? Klar, also geht eigentlich immer. Also im Prinzip kannst du da immer so kleine Häuschen zwischensetzen. Spricht ja eigentlich nichts dagegen, ne? Ja gut, wir müssen es halt nur abschränken, weil dann kann ja das Häuschen, was du da oben hingesetzt hast, ja umkonstruiert werden auf das, was ich dann später hier baue. Ja, du kannst auch jederzeit einfach noch einen dritten Ausgang ranbauen, das geht auch immer. Also da geht einiges. Oh, ich kann. Achso, ich habe keinen Platz mehr im Inventar. War ich nicht drauf erfasst. Ja gut, diese blöden Batterien hier ist. Kein ganzer Satz. Cool. Dennis, hast du zufällig einen Wanddurchbruch gemacht? Hey, ein Wanddurchbruch? Wo? Wo ich gerade hier stehe. Warte mal, wo bist du denn? Hinten beim Mixer. Ja, hab ich. Die Steine sind wieder da. Ja, ich weiß, die waren beim letzten Mal, aber das ist ein Anzeigefehler. Du kannst da durch. Kannst einfach da durch, das ist ein Anzeigefehler. Sumo? Hier sind keine Batterien. Hier sind keine Batterien. Der hat doch die ganze Zeit die Batterien dahin gebracht. Wollte ich gerade sagen, der ist doch die ganze Zeit geflogen.
Ja, das ist auf jeden Fall das, was er hat. Er hat keine Batterien. Dann muss das vielleicht irgendwie mal beim Update oder so, dass das gelöscht wurde, die Programmierung? Ja, weil der flog ja immer. Ist ja nicht mal die Programmierung. Es ist, er hat ja jedes Mal einen Schwung Batterien mit runtergenommen und das, was er unten, was er da mitgenommen hat, der hat ja immer quasi. Hier, Andi, ich schick gleich nochmal eine neue Drohne runter. Wartest du nochmal kurz da vorne? Dann, ich weiß gar nicht, ob das funktioniert, weil hier noch eine Drohne ist. Ja, kannst du sie abreißen, die Drohne? Klar. Wir bauen einfach gleich nochmal eine neue. So, was kostet denn die Drohne? Ah, okay, alles klar, das ist nur eine davon, okay. Und der hier braucht. Okay, alles klar. Ich glaube, ich habe von allem genug. So, schauen wir jetzt mal. Dann würde ich jetzt eine Drohne bauen, ihr einmal einen großen Schwung Batterien in die Hand drücken sozusagen und sie nochmal unten schicken. Und dann kannst du mal gucken. Eigentlich sollte nämlich dieses Band, kannst du das Band nochmal checken, bevor ich das mache? Aber natürlich, klar. Also theoretisch sollte das Band so laufen, dass alles, was quasi, also was quasi reingeht in den Drohnenkreislauf da, ne? Also das, was reingeht, sollte eigentlich quasi einmal um das Ding rumlaufen und dann in dieses Batteriefach reingeschoben werden. So sollte es eigentlich sein. Also es kommt quasi es kommt halt im Landeplatz an, dann geht es durch diesen Produktausgang, sag ich mal. Hier durch diesen Ausgang. Es geht durch den Ausgang und dann sollte es eigentlich so irgendwie um das Ding rumlaufen und dann in das Batteriefach führen. Kannst du das mal kurz kontrollieren, ob das sollte da richtig, sollte so aussehen, ja. Okay, dann probieren wir es jetzt nochmal. So, ja. Ich schmeiß nochmal einen Schwung Batterien da auf den Kasten. So zwei Stacks hebe ich mir mal auf. So, Batterien liegen da. Dann baue ich jetzt mal eine Drohne. So, dann Drohnenlandeplatz, dieser Landeplatz, alle Landeplätze. Sumpf, dieser Landeplatz. So, fliegt automatisch. Ich hab ja gar nicht gesagt, wo es hingeht. Oder mussten wir die. Achso, Drohnenlandeplatz, dieser Landeplatz. Name, relevante Landeplätze, Sumpf. Status, achso. Das Landeplatz, Zielort, Sumpf. Ach so, das ist eingestellt, deswegen. Okay, gut, alles klar. Ja, dann müsste sie jetzt eigentlich, sie hat jetzt einen ganzen Schwung Batterien dabei, also, ich warte. Genau, dann. Weil das ist natürlich jetzt auch für den anderen Standort genauso wichtig. Die Drohne muss ja mit den Batterien runterfliegen. Weil eigentlich sollte ich ja. Ich sehe sie. Also die Drohne. Auf der Map. Unfassbar, wie schnell die einfach ist, ne? Ja. Aber komisch, dass sie da so eine komische Kurve fliegt, ne? Also. Ja, das muss sie bestimmt. Einprogrammiert. Muss so. Kommt an, sie kommt! Die ist gleich da, Hilfe! So, sie landet. Ja, genau. Ja, jetzt müssten eigentlich die Sachen rausgeschmissen werden. Ja, genau, jetzt setz dich da hin und werf ab, genau. Richtig so, als ob sie abstuhlen würde. Aber wir. Jetzt sagen wir, wir produzieren schon noch Batterien, oder? Ja. Oh ja, das Band ist gerade richtig blockiert. Nicht von mir, ich bin unschuldig. Nee, ich guck mal nach. Ob es irgendwo. Es rutscht schon noch nach, aber irgendwie scheint es gerade ein bisschen zu voll zu sein. Aber es könnte auch sein, dass das die Batterien sind, die ich da vorhin reingeworfen habe.
Und Andi, ist was, hat's funktioniert oder was ist da los? Ja. Es läuft jetzt ins Ausgehende rein. Und das Batteriefach ist voll. Das Batteriefach ist voll, ja. Okay, das Ding ist hier auch gleich wieder leer. Dann hoffe ich, ist der Stau auch gleich weg. Das verstehe ich nicht. Also theoretisch funktioniert es. Ja gut, okay, dann das Konzept scheint eigentlich zu greifen. Wir müssen nur... Ja. Ich hab so ein bisschen die Befürchtung, dass der zu viele Batterien wieder mit nach, also mit zurückgenommen hat oder so, aber... Das kann natürlich sehr gut möglich sein. Okay, also aktuell ist es ja eigentlich sowieso so, diese Fluglinie brauchen wir eigentlich nicht mehr. Ich schalte den erstmal aus, diesen Verkehr hier. So. Achso, vom Sumpf geht's hierher, aber von hierher geht's nicht mehr zum Sumpf. Drohne landet. Wird so wahrscheinlich noch ein... Achso, die hat immer den Rest der Batterien irgendwie mitgenommen, ne? War das nicht so? Genau, so? Genau. Okay, mit. So, ich habe jetzt eben gerade hier bei diesem Landeplatz auch eben gerade mal ausgestellt, dass der nirgendwo hinfliegt. Ja, genau. Also, das brauchen wir jetzt aktuell ja auch nicht. Ich baue das hier dann gleich mal um und dann stell ich einen Landeplatz da. Aber ich werde mal ganz kurz verschwinden. Ich mache mal die Kamera so lange hier, dass, so hin, dass man hier so ein bisschen diesen Sortierkram sieht. Ja. Oder hier, dass man so lang rutschen sieht. Das ist ganz nett. Und ich bin gleich wieder da. Ah, keine Versprechen, die du nicht halten kannst. Wer hat an der Uhr gedreht? So, nochmal weiter. So, da bin ich auch schon wieder. Baby. So. Jo, danke. So, das rutscht doch schon wieder besser hier. Ein bisschen hakelig ist ja auch okay, aber zu hakelig soll es nicht sein. So, Ausgang. Toilettenstuhl kann Abhilfe schaffen. Gute Gebrauchte bei eBay. Oh. So viel Information. Hey Vogel, hau ab da. Hau ab! Gut, da kommt jetzt der. Also, geht doch. Immer die Leute erst mit dem Xenobescher verprügeln muss, dass die merken, dass sie unerwünscht sind. Also. Ich kann mich austoben.
falsch rumgebaut. Wie immer. Wie immer. Ja, du bist ja nicht enttäuscht. Doch. Man würde ja meinen, dass man es vielleicht irgendwann mal lernt. Aber. Pädagogischer Inhalt und sowas. Haben wir nicht, brauchen wir nicht, gibt's nicht. Kannst du Walfisch wie mal deinen kolossartigen, nichtsnutzigen, keiner will dich Körper wegbewegen? Immer kurz auf K. Dann schicke ich dir Sumo. Der mag dich nämlich auch nicht. Das ist das, was ich meine, ey. Der schiebt seinen Fettarsch nicht zur Seite. Ich kann hier nicht bauen. Ja, danke, jetzt darf ich bauen. Kennst du das, wenn es eigentlich warm im Raum ist und du denkst dir, irgendwie wird dir kalt so? Ja, hat meistens was mit dem Kreislauf zu tun. Ja. Weißt du, irgendwie, ich habe auch den Eindruck, hier kriecht gerade so richtig die kalte Luft rein. Oh ja, gut, wenn das Fenster weit aufsteht, dann freue ich mich nicht wundern. Hey! Naja, ich habe es nicht aufgemacht. Wenn man gerade so vertieft ist, dann kriegt man nicht immer alles mit, was so um einen rum passiert. So. Bluthochdruck, nee. Nee, wir haben es ja rausgekriegt, es ist das Fenster. Man merkt es halt irgendwie immer erst an den Füßen. Weil dann kriecht so die kalte Luft so um die Knöchel. Und ich krieg immer schnell kalte Füße. Also ich krieg nicht so schnell kalte Hände, aber ich krieg immer schnell kalte Füße. So, genau, jetzt. Ich hoffe, ich habe jetzt alles eingepackt hier. Das war theoretisch. Oh, das muss ich. Houston, I have a problem. What for a problem? Und ich glaube, die verstärkten. Habe ich auch. Rotoren hatte ich, glaube ich, auch. Ne? Ja, okay, alles klar. Passt. Aber es ist nett, dass Prinz Heiterbu sich so an diesen Emotes erfreut. Ja. Ups. Also wie gesagt, bei mir funktionieren die Sounds normalerweise auch, aber du bist wirklich der Einzige, der aus unerfindlichen Gründen irgendwie bei mir mit den, also das ist bei dem Sound nicht funktioniert. Bei allen anderen scheint es irgendwie immer immer gut zu klappen, so wie es sein soll eigentlich. Ich finde es halt ein bisschen schade. Also,
Aber ich kann halt auch nichts machen, das Plugin ist halt auch nicht von mir. Warum es halt gerade bei dir irgendwie nicht so richtig funktioniert, das ist mir ehrlich gesagt total unklar. Aber steckt man halt leider nicht drin. Aber ich benutze ja das gleiche Plugin wie Tar, deswegen verstehe ich nicht, warum es quasi nur bei mir nicht funktioniert. Das ich kann ja mal aufs Dashboard gucken. Das ist irgendwie komisch, du tauchst hier in der Liste doch einfach nicht auf. Boah, diese Liste funktioniert auch irgendwie nicht richtig. Also. Auch die Suche zum Beispiel, das haut auch irgendwie. Die Suche ist total blöde gemacht irgendwie. Bezieht sich immer nur auf das, was gerade quasi auf dieser Seite gefiltert ist. Ich weiß nicht, wie man so blöd sein kann, sowas zu programmieren. Also. Jedenfalls ziemlich schlecht und das haben die schon seit Ewigkeiten so. Hat bis heute noch niemand geändert. Willst du etwa behaupten, dass die Leute schlecht programmiert haben? Das an der Stelle tatsächlich, ja. Ja, doch, das kann man an der Stelle eigentlich ziemlich gut sagen, ja. Also du willst behaupten, dass deine Programmiererkollegen nicht gut gearbeitet haben? Also bei Streamlabs an der Stelle definitiv, ja. Okay, ich wollte es nur noch mal wissen. Ja, also das Ding ist einfach, es ist halt eine Tabelle mit ganz vielen Usern drin und das Ding ist, wenn du dann halt einen Filter benutzt, dann müsstest du, also ich meine, wann benutzt du den Filter, wenn du halt sehen möchtest, weiß ich nicht, wo ist Prinz Heiterbu in der Liste, ne? Und dann sollte eigentlich quasi dieser Gesamtdatenbestand gefiltert werden, so ich guck jetzt quasi, wo ist denn Prinz Heiterbu und das, was dieser Filter macht, ist quasi nur bei den Sachen, die jetzt gerade angezeigt werden, den Eintrag, den du da gerade suchst, rauszusuchen. Aber es werden sowieso nur 15 Ergebnisse auf einmal angezeigt und dann musst du blättern. Und dann funktioniert der Filter wieder nicht richtig. Das ist irgendwie totaler Nonsens. Ach du Scheiße, das Ding ist ja richtig groß. Okay, rück mal noch ein bisschen hier vorne in die Richtung, glaube ich.
Switch nach oben und dann bekommst du x-fach Sounds von mir. Ja, freu mich drauf. Ich find's immer gut, wenn jemand die Sounds benutzt. Warum auch immer es bei dir nicht funktioniert, ich kann's mir echt nicht erklären. Haben wir den Eingang dafür? Das ist der Ausgang und der Eingang, der Eingang. Der Eingang. Rücklauf. Keine links. Liebig. Rechts. Überschuss. Dann. So, dann haben wir hier, mittlerer ist quasi beliebig, ah ne, genau, Mitte ist alles Unbestimmte, rechts ist Batterie. Das heißt, wenn Batterien rein... Oh, das hat funktioniert! Links ist alles und rechts kommt der Überschuss rein. Also er schickt da die hier wieder zurück. Genau. Dennis? Hier, wenn du die, also wenn der Drohnen, wenn du diese Drohne nutzen willst, hier sage ich mal, möchtest du den, soll das nur in eine Richtung funktionieren oder sollen wir es gleich in beide Richtungen machen? Also dass man vom Lagerhaus quasi, also vom Atomlager, sage ich mal, auch in den Hub schicken kann oder? Ja, wenn du das so haben willst, dass sie den Atommüll ins Lagerhaus schickt, dann brauche ich keine Brücke oder Verbindung bauen. Dann mach doch. Naja, Atommüll, darum ging es jetzt ja eigentlich gar nicht. Es ging jetzt eher nur um so die Möglichkeit, einfach mal ein paar Materialien hierher zu kriegen. Also ins Outback. Darum ging es, dass ich zum Beispiel Stahlplatten und Stahlrohr bekomme. Aber da ich ja jetzt hier mir selber was aufbaue, braucht sie das ja gar nicht. Dann programmiert diese doch später für den Atommüll. Achso, ich hab's eigentlich extra für dich hier hingestellt. Ja gut, kannst du ja machen, aber dann musst du sie so programmieren, dass sie mir Stahlrohre und Stahlplatten schickt, aber dann auch so, dass ihr noch was habt, bis ich hier... Ja, das machen wir manuell, weißt du, dann muss einfach nur so, oben im Lager... Achso, kannst du sie programmieren, dass sie mir auch noch Aluminiumplatten für Förderbänder schickt für Mark 5. Das wird so funktionieren, dass du quasi manuell sagen musst, das und das möchte ich haben. Und dann schmeißt es halt von uns einer oben ins Lager und dann kriegst du hier ein paar Drohnen vorbeigeschickt, die dir das bringen. So ist der Plan. Kann ich eigentlich mit leben, ja. Okay, dann machen wir das doch so. Dann mach ich hier noch einen Container davor. Bin nur hier gerade hardcore am Überlegen, wie ich jetzt meine kleine Fabrik hier aufbaue.
das nur in eine Richtung und das passt ja auch so. Okay. Hier kommt das Material. So. Raffinerie, ne? Oh Gott, wie schreibt man denn? Das ist ja ziemlich peinlich gerade. Sumo? Ich gucke ihn einfach in der Produktion, was da steht. Steht nichts, warte mal. Doch, Raffinerie. Ach, da ist es doch. Raffinerie, ja doch, sowas. Das Problem ist, wenn man zu viel drüber nachdenkt, dann geht's nicht mehr. Öl, Raffinerie. So, dann so, dann hier als kleines Startkapital mal ein paar Batterien. Okay, dann können wir das gleich mal austesten hier. Ja, so, dann. Andi, wo bist du gerade? Im Hub. Im Hub? Oh, das ist doch perfekt. Kannst du eine Drohne bauen? Nö. Aber warte mal, ich probier einfach mal was aus hier. Ich schmeiß mal einfach. Ich kann ja jetzt eigentlich. Genau, ich schmeiß hier einfach mal ein bisschen was rein. Das ist ja eigentlich auch egal, wo die Drohne gebaut wird. Kannst du mal beim Hub, da gibt's jetzt warte, so ein neues. Da kann ich eine Drohne bauen. Ja, warte mal, ist ja auch egal. Ich baue sie hier einfach schon mal. Und kannst du mal im Hub in diesen Lagercontainer, der da jetzt dazu gekommen ist, kannst du da mal was reinwerfen? Wo ist denn der? Im Hub, also vom Hub aus, da gibt's jetzt einen neuen Container, der am Rand steht. Da ist so eine kleine Gasse jetzt. Und wenn du da was reinschmeißt, dann sollte das quasi hier rauskommen. Am besten irgendwie Aluminium und Stahlträger, Stahlrohre, sowas halt. Super, jetzt habe ich eben gerade 400 Kabel reingeschmissen. Ja, fach. Noch kannst du es quasi beim Drohnenlandeplatz noch rausfischen. Nö, gleich nicht mehr, wenn ich hinten angekommen bin. Achso, ja, ist egal, dann ist wurscht. Ich stehe ja hier und nehme es quasi an. Batman! Ah, guck mal, die Drohne fliegt erstmal hier außen lang. Also die Drohne scheint eine Art Maximalflughöhe zu haben irgendwie. Also sie fliegt nicht quer über diesen Berg rüber. Was mich dann natürlich zur Frage bringt, was macht die Drohne, wenn man sie oben auf dem Berg platziert? Abstürzen, kratz. Ja, man sieht ja auf jeden Fall, dass sie deutlich versucht, weiter unten zu fliegen. Also hier ist sie ja gezielt unten lang geflogen. Aber guck mal, hier fliegt sie über die Schräge rüber. Also gefühlt ist die auf dem Weg hier deutlich schneller gewesen, aber das ist trotzdem eigentlich eine gute Möglichkeit, einfach mal einen Schwung Materialien runterzuschicken. Okay, sie müsste gleich ankommen. Hast du es noch geschafft, ein bisschen Stahl ja. Und... Ja, das ist sehr gut. Weil, ja, es kommt ein bisschen was ist drin, aber nicht viel. Ja, einfach nur ein bisschen. Es geht darum zu testen, ob es geht. Weil dann, man soll ja eigentlich dieses Ding hier nutzen können... Also es ist natürlich schon sinnig, dass hier auch immer noch ein paar Batterien mitgeschickt werden.
weil hier kein Batterienlager oder sowas ist. Man könnte natürlich noch eins anbauen. Aber soweit habe ich jetzt gerade noch nicht geplant hier. Kann ich eigentlich hier machen? Stelle ich hier einfach eins hin. Organisation. Oh, so rum. Das scheint der Mittelpunkt zu sein. Das passt. Dann haben wir hier definitiv die Möglichkeit, ein paar Batterien zu sammeln. Bevor hier irgendwann die Batterien quasi als Überschuss zurückgeschickt werden. Okay. Als kleine Info, die nimmt nicht alles mit, was im Ausgehenden ist. Ja, die hat ja auch nicht unendlich viel Platz. Die Drohne hat nur so und so viel Inventarplätze. Mhm. Das ist schon klar. Das ist alles gut. Okay. Man kann ja sogar noch eine platzieren. Du kannst ja auch 3-4 Drohnen hin und her schicken. Das geht ja auch. Klar. Ja. Ich weiß nur nicht, wie sich das handhabt, wenn mehrere gleichzeitig landen wollen oder so. Oder ob die eine dann irgendwie oben bleibt oder ob das einfach irgendwie ineinander reinklippt oder so. Ich habe keine Ahnung. Also theoretisch müssten wir sie ja eigentlich bald sehen. Ach ne, da vorne ist sie. Also die hat einen komischen Flugweg hier, ne? Die fliegt hier oben lang. Naja, aber es geht auf jeden Fall schneller als zu Fuß selber zu laufen und selbst mit dem Hypertube ist man, glaube ich, nicht so schnell wie die Drohne. Obwohl diese Drohne ist trotzdem verhältnismäßig langsam. Die andere Drohne war deutlich schneller. Aber ich glaube, das kommt auch ein bisschen auf den Weg drauf an. Mhm. So, dann bin ich mal gespannt. Ich müsste sie ja eigentlich gleich sehen. Und wenn sie dann hier auf dem Rückweg ist, dann fliege ich, dann springe ich in den Tube und fliege hinterher. Ah, da oben. Nee, das sind nur ein paar Funken. So, sie müsste eigentlich gleich zu sehen sein hier. Ah, da vorne ist sie ja. Sinkflug, ja. Ah, guck mal, da kommt sie. Hui. Das ist schon cool mit den Drohnen, also vor allem viel besser als das mit den Zügen. Also das mit den Zügen fand ich richtig mies. Also das hat einfach auch, also ich weiß nicht, ich habe das nie hingekriegt, so einen funktionierenden Kreislauf dafür zu bauen. So, eingehend. Jetzt müssten wir hier ja gleich die Sachen reinkriegen. Ah, da sind sie. Okay. Genau, dann müsste es nämlich jetzt eigentlich so laufen. Ah, genau, das läuft hier nämlich alles jetzt munter in dieses Lager. Und Batterien, die laufen automatisch quasi hier in die... Gib die mal vorweg. So. Die müssten hier nämlich direkt da vorne, genau. Und dann in die Lagerkiste, bis nicht mehr passt. Ja, wunderbar. Und der Rest wird einfach wieder zurückgeschickt. So, dann mache ich mich auch auf den Rückweg. So, die Drohne ist auch gerade losgeflogen. Dann haben wir den... Guck mal, da haben wir den Geschwindigkeitsvergleich. Also man merkt, die Drohne ist doch noch deutlich schneller. Nee, ist er nicht. Ja, doch, das sieht man ja ein bisschen schon. Ach, was? Die ist nicht schneller. Hallo? Wobei sie nicht so viel krass, also so krass schnell ist wie dieses Stück über am Sumpf. Also ja. Gut, hier, ich lasse jetzt halt viel Geschwindigkeit liegen. Also jetzt gleich hier oben, wenn es nach oben geht. Aber dafür hole ich ja auch viel Speed raus, wenn es gleich da weitergeht wieder. Mhm. Aber man sieht schon, die Drohne ist auf jeden Fall schneller. Ah.
jetzt. Aufholjagd. Speed Boost. Wird wohl nicht reichen. Und der Wasserfall, da lässt man halt richtig viel Tempo liegen. Aber wenn ich immer so schnell sein würde, dann könnte man die Drohne einholen. Weil die Höhenunterschiede, die machen es halt echt aus. Aber das Schöne ist ja, man hat ja jetzt auch noch die Automatisierung. Du kannst halt einfach was da in die Kiste reinschmeißen und Dennis kann sich einfach da bei der Ölraffinerie aus der Kiste rausholen. So, hier, Dennis, ist doch für dich auch eine ganz gute Sache. Jo. Die Drohne ist mittlerweile angekommen. Bin gerade auf der Hälfte. Ja gut, ich steuere jetzt auch mal zurück zum Hub und dann ist Feierabend. Mich schon nach 6. Oh, wie tief ist denn das Viech geflogen gerade? Müsste man mal einen so einen schönen Rundflug machen eigentlich. Ja, mal gucken, wo der so lang fliegt. Ja, mir fällt. Der wirft dich nicht ab, ne? Nee, der wirft dich nicht ab. Das habe ich ja schon mal getestet. Bei dem Spiel mit Dennis. Mhm. Da haben wir halt die Fabrik gebaut und dann ist uns aufgefallen, dass das Ding durch die Fabrik fliegt. Dann habe ich einmal halt die eine Wand eingerissen und habe mich draufgeworfen. Und bin einfach mal eine Runde mitgeflogen. So, jetzt kommt der Abschnitt, wo man, glaube ich, wo man es geschwindigkeitstechnisch mit der Drohne mit aufnehmen kann. Dieses Stück hier. Mhm. Nee. Wenn man den direkten Weg fliegen würde, guck mal, die Punkte bewegen sich in etwa gleich schnell. Das stimmt. Ich glaube, wenn man jetzt hast du wieder Power verloren. Ja, das stimmt. Was man halt mal versuchen könnte, wäre quasi wirklich irgendwann mal so dieses so eine Art Sky so Skywalk oder wie sich das nennt, so ein also dass man quasi oben einen direkten Weg baut, mit ganz wenig Kurven, wirklich nur einfach die ganze Zeit Hypertube geradeaus, nur um halt wirklich ganz, ganz schnell von A nach B zu kommen, wirklich die direkte Strecke zu einem anderen Punkt und dann halt vorher mit diesem Kanonen-Booster-System einmal so richtig Speed aufbauen. Also, dass du wirklich mit einem Affenzahn da durch diese Tubes jagst, so. Mhm. Das könnte man wirklich mal probieren, also... Vielleicht das nächste Mal irgendwie für eine Experimentierrunde oder so. dass man es einfach mal ausprobiert, so ein... Theoretisch, wenn du irgendwie 5 oder 6 Booster aufbaust... Vielleicht auch irgendwie 8 und dann in dieses Tube-Konzept reinspringst, dann hast du ja eigentlich einen ziemlich starken Speed-Boost am Anfang. Also. Naja, gut. Dann bin und ich mal zurück beim Hub. Ja. Das ist interessant, das Spiel ist, glaube ich, ein bisschen überfordert mit den ganzen Beleuchtungen und Wieso? Objekten. Weil sie nur nach und nach geladen werden. Ja, du siehst das richtig. Ach ja. So, dann steuere ich auch mal. Fahren. Das ist eigentlich alles. So. Gut, dann bin ich auch in Parkposition. So, wie sieht's bei Dennis aus? Dennis, willst du dich da vorne ausloggen oder wie ist der Plan? Ja, eine Sekunde. Ich räume hier gerade noch kurz ein bisschen was auf. Mhm. Weil es ist hier gerade stockdunkel. Ich muss hier gerade mehr wenigstens mal angucken, was hier so Phase ist. Gib mir noch mal ganz kurz eine Minute. Ja, so eilig haben wir es jetzt auch wieder nicht. Ich will hier nur kurz noch zusehen. Genau, hier.
Oh, ich kann wegen der Dunkelheit hier nichts sehen, du. Glaubst du das? Ja, das hatte ich vorhin ja auch mal erwähnt, ich bin der Meinung, dass es durch das Update gekommen ist, wo man dann auch Lichter bauen konnte. Ich glaube, dadurch sind auch die Schatten deutlicher geworden. Ja, genau, Alter, das gibt's doch nicht. Und so, okay. Anschließend von hier nach da. Okay. Bin gleich soweit. Weil wenn ich mich jetzt auslogge, dann kann ich gleich zum Start der neuen Folge alles sofort in Betrieb nehmen. Und dann geht das nämlich los. Dann fehlt mir nämlich nur noch Kohle. Und das ist dann ganz schnell erledigt. Und dann müsste ich ja hier rauf. Alles klar. Bin gleich fertig. Ja. So. Hier schon mal. Okay. Ja, gut. Okay. Strom muss ich dann beim nächsten Mal sehen, wo ich das herbekomme. Am besten, weiß ich nicht, kurze Frage, die Hütte da oben, die ist ja quasi direkt gegenüber von der Fabrik. Am besten wäre es ja, wenn wir die Hütte, die du gebaut hast, Sumo, aus der Fabrik Dach stellen. Ne? Quasi, dass man dann aus der Fabrik rauskommt, von der Fabrik gleich weiterfährt, dann kann ich mir nicht von deinem Häuschen, was ja sowieso Strom fördert, einfach den Strom in die Fabrik leiten und muss hier nicht noch extra Leitungen abziehen. Weißt du, ich meine? Nee, irgendwie kann ich dir gerade nicht folgen, aber ist egal, wir können das ja mal. Wir können das ja einfach, dann kannst du es mir mal zeigen, was du meinst, glaube ich. Ja, glaube ich, das Einfachste. Würde ich auch sagen. Genau. Wir haben jetzt ja unsere Hypertube-Line. Da können wir einfach mal eben schnell vorbei und dann können wir mal gucken, wie wir das machen. Gut, alles klar. Also wir können das auf jeden Fall gerne irgendwie noch, da können wir immer noch mal ein Häuschen dazwischen und ich hatte es halt nur so gedacht, weißt du, dann ist der Strom gleich vom Häuschen, was auf dem Dach steht, was du gezogen hast, mit dem Hypertube und den Strahlern gleich vor Ort. Dann brauche ich nur quasi vom Häuschen runter in die Fabrik eine Leitung legen und dann kann ich mir von dort sozusagen den Strom mitgönnen. Ach so, stimmt, ich bin an dir vorbeigekommen, ne? Ja, das. Ach so, du meinst jetzt einfach, dass du dich in das Häuschen noch zusätzlich reinhängst, so. Genau, richtig. Ja, nur als Stromlieferant, weil sonst müsste ich mir Leitungen. Ach so, nur für Strom. Ja, ja, natürlich häng dich daran, klar. Ne? Deswegen meinte ich das ja. Ach so, ja, das ist kein Problem. Das klingt auch logisch. Das können wir ja dann beim nächsten Mal sehen. Genau. Aber ich denke mal, das sollte nicht das Ding sein. Also dafür habe ich ja auch von allen Seiten diese Mark II Doppelstromabnehmer da, diese Doppelwandanschlüsse da gesetzt, damit man sich da draußen dranhängen kann. Das, ja, wie gesagt, das war jetzt auch einfach nur sozusagen dann die Idee. Ich bin ja auch schon zu 50% fertig. Es fehlt halt noch der Kohlenanschluss und der Stromanschluss und dann wird die Produktion hier angeschmissen. Eigentlich dachte ich, ich werde fertig mit der ganzen Geschichte, wenn man offline einfach mal laufen lässt, dass es dann beides voll ist, dass ich durchgängig produzieren kann, aber was soll's. Ist halt so. Mhm. Achso, ich weiß jetzt auch, warum die Batterien alle gegangen sind. Erzähle. Ja, das Band stand doch, das Lagerband. Und wenn die Drohne ein paar Mal fliegt, dann kriegt sie keine neuen Batterien mehr rein. Lief das Lagerband wieder. Hier stand halt das ganze Ding voll. Der Ausgang wurde immer weiter zugestopft, aber die Drohne ist halt dooferweise da liegen geblieben, wo es keine mehr gab.
Also, ja, okay, deswegen gut, ist das passiert. Das lag einfach nur daran, weil das... Gelaufen. Ja, ist genau. Normalerweise geht das Konzept auf. Okay, gut. Dann würde ich sagen, ich positioniere mich nur jetzt mal ganz schnell an der Stelle, wo ich nur noch die Brücke zum Kohle machen will. Und das ist genau hier. Keine Feinde da. Gut, alles klar. Ich bin ready. Jo, ich auch. Dann, Andi steht hier auch schon. Dann machen wir an der Stelle Feierabend. Ich wünsche euch allen einen schönen Restsonntag und einen guten Start in die Woche, ne? Ja, der Weg ist. Und ja, bis zum nächsten Mal dann. Bye.